Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr spannenden, leider im Moment nicht besonders erfreulichen Thema. Wir wollen diskutieren über Venezuelas anti-neoliberalen Politikwechsel seit 1999, also über die Bolivarianische Revolution oder Sozialismus des 21. Jahrhunderts, jeweils mit Anführungszeichen oder Fragezeichen, denn natürlich muss man problematisieren oder in Frage stellen, wie weit diese Begriffe tatsächlich der Realität gerecht werden. Aber was man sicherlich festhalten kann, es war der und ist der Versuch eines radikalen Politikwechsels. Bevor wir darüber bevor ich dazu einleitend noch ein paar Worte mehr sage, möchte ich erstmal hier darauf hinweisen, vorne liegen Bücher von Stefan Peters, die das Thema, glaube ich, sehr gut und das Problem sehr gut skizzieren. Titel ist Sozialismus 21. Venezuela ist Sozialismus des 21. Jahrhunderts, nicht ganz, ne? So in die Richtung. Genau. Auf jeden Fall sehr lesenswertes Buch. Ich habe es rezensiert und ein längeres Interview mit Stefan dazu geführt. Kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich auch so geschrieben, dass man einen guten, wenn man sich nicht auskennt mit dem Land, einen guten Einblick bekommt. Und ist hier heute zum Autorenrabatt von 14 Euro. Also sehr empfehlenswert. Stefan Peters, hätte ich vielleicht vor dem Buch sagen sollen, ist Politikwissenschaftler, der internationale Politik, Entwicklungspolitik, Friedenspolitik als Schwerpunkt hat. Hat in Marburg, Madrid studiert, war dann aber sehr viel auch in Lateinamerika, Buenos Aires, Puerto Rico, Kuba. Jetzt ist er in Kolumbien der Leiter des Instituts CAPAS, das ist also Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAS, und soll da den Friedensprozess begleiten. Das ist leider auch nicht so besonders erfreulich, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall pendelt er sozusagen jetzt zwischen Gießen und Bogotá, hat aber die letzten Jahre sehr mit Schwerpunkt gearbeitet zu Venezuela beziehungsweise zum Feld Rentenökonomien und Extraktivismus. Und das ist deswegen eben auch der Hintergrund, warum wir heute sehr fundiert über Venezuela sprechen können. Einleitend möchte ich nochmal deutlich machen, also wir haben beide, glaube ich, einen sehr kritischen Ansatz. Wir bemühen uns, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit Venezuela wegzukommen von der Erzählung, dass die Krise Venezuelas nur das Ergebnis imperialistischer Angriffe von außen sei. Stefans Buch versucht sehr stark eben auch die inneren Dynamiken, die strukturellen Probleme und auch die politischen Fehlentscheidungen vielleicht aufzuzeigen und nachzuzeichnen. Aber ich glaube, wenn man so eine kritische Herangehensweise hat, dann sollte man auch immer klar machen, von welchem Standpunkt aus man so eine Kritik formuliert. Und ich glaube, selbst wenn das sich manchmal ähnlich anhört wie in den bürgerlichen Zeitungen, ist unser Gespräch heute oder auch unsere Arbeiten dazu aus einer anderen Perspektive geführt. Ich denke, das verbindet uns heute auch bei der Diskussion, dass wir zunächst mal das sehr stark wertschätzen und das auch der Grund ist unseres Interesses an Venezuela, dass es in Venezuela einen radikalen anti-neoliberalen Politikwechsel 1999 gab mit dem Chavismus und dass der Chavismus auch versucht hat, tatsächlich den Kapitalismus zu verlassen. Und gerade wenn man als europäische Linke sich damit auseinandersetzt, muss man auch zugeben, dass es in Europa so einen Versuch einer echten antineoliberalen Wende oder gar eines sozialistischen Experiments schon lange nicht mehr gegeben hat und dass es deswegen sehr leicht ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Also das, glaube ich, sollte man vorwegschicken. Der Chavismus hat, das wird vielleicht auch in der Diskussion noch deutlicher, natürlich sehr viele Errungenschaften oder zumindest sehr viele richtige Fragen aufgeworfen. Das ist ja auch der Grund, warum viele von uns in den frühen 2000er Jahren angefangen haben, uns da so ausführlich mit zu beschäftigen und uns auch zu begeistern dafür, was in Venezuela passiert ist. Also das vorweggeschickt, es geht hier nicht darum, um so ein wohlfeiles Bashing von Leuten in Lateinamerika, die etwas falsch gemacht haben, sondern es geht tatsächlich eher aus der Perspektive, was könnten und sollten Linke aus den Problemen
Venezuelas heute lernen? Was lässt sich für Transformationsprozesse daraus lernen? Wie müssen Transformationsprozesse anders aufgestellt sein, um solche Krisen vielleicht auch umschiffen zu können? Das ist, glaube ich, die Frage, die im Hintergrund steht und die uns heute durch den Abend führen soll. Aber wir werden jetzt erstmal so versuchen, ein bisschen genauer zu begreifen, was eigentlich Venezuela für eine Gesellschaft, für eine Ökonomie hat, für einen Staat, für strukturelle Probleme. Und als Ausgangsfrage würde ich erstmal an Stefan fragen, was glaubst du, was waren die Erfolge des Chavismus? Also wenn man so zurückblickt bis ins Jahr 1999 und sich anschaut, warum das auch so eine Ausstrahlungskraft auf dem Kontinent, in der ganzen Welt entwickeln konnte, muss man ja auch was richtig gemacht haben. Was ist es gewesen, was am Chavismus so bahnbrechend erstmal war? Und was bleibt auch davon? Was bleibt auch nach wie vor richtig? Und was vielleicht eben hatte schon von Anfang an Probleme angelegt? Also nochmal vielen Dank auch für die Einladung und für die Möglichkeit, hier eben dann zu Venezuela zu diskutieren, zu der Frage eben sich zu verhalten, womit beschäftigen wir uns eigentlich, wenn wir uns mit Venezuela beschäftigen. Aber die erste Frage ist ja die nach den Erfolgen. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas ausweichend, aber der erste Punkt, der meines Erachtens gemacht werden muss, ist, dass wir den Erfolg bei den Wahlen von Chavez auch nur erklären können, meines Erachtens, über den Misserfolg dessen, was vorher war, nämlich der Vierten Republik. Also sozusagen eine Krise in Venezuela ist nichts Neues. Die gab es auch eigentlich die 80er Jahre durchgehend und auch in den 90er Jahren war eine sehr starke Krise. Das ist der Hintergrund, vor dem Chavez dann eben die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat und dann eben 99 auch das Präsidentenamt angetreten hat. Und dort muss man dann schon sagen, dass es tatsächlich einige wichtige Punkte gab. Erstens, dass Teile der Bevölkerung, die vormals eigentlich fast vollkommen ausgeschlossen waren vom wirtschaftlichen, politischen, sozialen Leben, also inkorporiert wurden in das Projekt. Also hier wurde insbesondere der armen Bevölkerung in den Armutsvierteln und auf dem Lande wurde eine materielle Verbesserung ermöglicht. Und zwar was eben das Geld innerhalb der Tasche betrifft, aber auch Zugang zu bestimmten, was für uns hier alle vollkommen selbstverständlich ist, der Zugang zu sozialen Basisdienstleistungen. Sei das Bildung, sei das Gesundheit. Das wurde sozusagen extrem ausgeweitet und zwar mit einem Fokus auf die vormals weiterhin noch sozial benachteiligte Bevölkerung. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Dann könnte man sagen, okay, es wurde Brot gegeben, aber nicht viel mehr. Und auch da würde ich widersprechen. Es wurde Brot gegeben und es wurde Stimme gegeben. Es gab große Veränderungen innerhalb der politischen Partizipationsmöglichkeiten. Also auch dort muss man wahrscheinlich wieder ausholen und sich anschauen, was war eigentlich vorher. Venezuela galt dann immer so und in gewisser Form auch zu Recht, wenn man sich die Geschichte Lateinamerikas anschaut, als eines der wenigen liberal-demokratischen Länder in der Region. Gerade wenn wir in die 60er, 70er, 80er Jahre schauen, sehen wir, dass es eigentlich fast in der ganzen Region brutalste zivil-militärische oder Militärdiktaturen gab. In Venezuela ab von 58 bis 98 eine liberal-demokratische Regierung jeweils, die allerdings extrem elitenzentriert war. Politische Partizipation war jetzt, also von der Basis, war eigentlich kaum vorgesehen und auch damit wurde gebrochen. Also es wurden hier Kanäle geschaffen, um eben sich aktiv in die Politik einzubringen, direktdemokratische Elemente damit verbunden. Das sind, glaube ich, ein zweiter Punkt. Ein dritter Punkt, den man, glaube ich, auch noch deutlich machen muss, ist die Frage, wie dann etwa auch mit, was es für wirtschaftspolitische Veränderungen gab. Wäre ich vorsichtiger mit Erfolgen, aber doch mit der Idee, dass man etwas verändern könnte. Nämlich erstens, auch da muss man sagen, war das Chavez nicht der Erste, der diese Idee hatte, wegzukommen von der einseitigen Erdölabhängigkeit, aber dann eben durchaus mit einer anderen Idee dahinter, nämlich gerade auch kommunale Wirtschaftsformen und solidarische Wirtschaftsformen zu stärken.
Das war, ist sicherlich noch ein weiterer Punkt, der wichtig ist. Und last but not least, als vierten Punkt, wenn man sich die internationale Politik anschaut, war es natürlich auch eine deutliche Richtungsverschiebung von der recht sehr deutlichen Anbindung an den Westen und dort insbesondere an die USA, hin eben auch bestimmte Dinge in Frage zu stellen, wie zum Beispiel, was vielleicht einige sich noch erinnern, die Idee einer Freihandelszone von Alaska bis Feuerland, die ja lange Zeit doch sehr, sehr massiv vorangetrieben wurde und dort eben sozusagen auch ein Gegenprojekt zu schaffen mit ALBA. Also statt ALCA, dieses Free Trade Area of the Americas, was sozusagen dann sehr im neoliberalen Stil gehalten wurde, dem nicht nur entgegenzutreten, sondern auch eine Alternative entgegenzustellen mit ALBA, was dann letztlich die bolivarische Alternative dazu war. Also auch hier, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der eben sehr viel stärker auf lateinamerikanische Solidarität gesetzt hat. Und vielleicht könnte man weitergehen auf Süd-Süd-Solidarität. Also auch das, glaube ich, schon noch ein wichtiger Punkt, wo man sieht, es gab deutliche Verschiebungen. Also, wenn man so will, eine deutliche Politikwende, aber dann auch einigermaßen bald, als man angefangen hat, strukturelle Reformen anzugehen, die über Sozialpolitik, Inklusionspolitik, demokratische Inklusionspolitik und eine andere Außenpolitik hinausgingen, dann auch eine Blockaden, um 2010 rum, aber eigentlich immer noch, obwohl da schon absehbar, dass viele Wirtschaftsreformen nicht funktionieren, zumindest nicht so funktionieren, wie man sich erhofft hatte, obwohl die Abhängigkeit vom Öl nicht geringer wurde, war ja 2010 die Lage dennoch einigermaßen stabil, mal abgesehen davon, dass Chavez dann krank wurde. Aber was ist dann passiert? Warum ist das aus so einer Situation, wo man eigentlich vieles dann doch richtig gemacht hatte, andere grundlegende Reformen allerdings gescheitert waren, aber es war ja noch nicht so absehbar, dass das dann in so einer Form kollabieren würde und dass es zu so dramatischen Entwicklungen wie jetzt mit Hyperinflation und so weiter kommen würde. Warum kam es dazu? Wie war das möglich? Man kann nicht einfach einen Punkt finden oder auch einen Fehler, den man jetzt einfach nur beheben müsste und dann hätte man das Rezept, wie man es besser machen könnte. Leider ist es nicht so einfach, wie es ja teilweise suggeriert wird. Es hängt auch nicht an Personen. Also aus meiner Sicht, was man dann immer hört in den Medien ist, ja gut, der Maduro, der ist dann irgendwie nicht so richtig, ist kein guter Politiker, macht viele Fehler. Macht er bestimmt, machen andere auch. Aber ich glaube, wenn es so einfach wäre, wäre es vielleicht schön, aber so einfach ist es leider nicht. Ich glaube, der zentrale Punkt ist dann eben tatsächlich dahin, was, glaube ich, zu wenig gemacht wurde, nämlich auf die materielle Grundlage zu schauen. Was ja durchaus überraschend ist, weil ja Venezuela lange Zeit auch in der Linken sehr, sehr stark diskutiert wurde und man hat zu Recht sehr viel auf zum Beispiel Kommunalräte geschaut, also andere Formen, wie man Politik machen könnte. Was, glaube ich, lange ausgeklammert wurde, war, was steckt eigentlich hinter vielen dieser Erfolge auf? Wie werden die finanziert? Und die wurden finanziert in erster Linie durch das Erdöl, durch die Gelder aus der Extraktion oder der Ausbeutung und dem Export des Erdöls. Also dort hat kein Bruch stattgefunden. Das war vielleicht auch eine Zeit lang, schien es gar nicht so nötig zu sein, denn das ist sicherlich noch ein weiterer Erfolg erstmal, den du ja auch, glaube ich, häufiger oder immer wieder stark machst, ist, dass es einen deutlichen Wandel in der Erdölpolitik gegeben hat. Die Regierung von Chavez hat es geschafft, die Kontrolle über den Erdölkonzern, den staatlichen Erdölkonzern PDVSA zu erlangen und gleichzeitig auch innerhalb der OPEC durch eine sehr geschickte Diplomatie dazu zu kommen, dass wiederum eine Veränderung der Erdölpolitik auf internationaler Ebene stattgefunden hat. Nämlich, dass man gesagt hat, wir versuchen, Preise zu steigern und dafür sind wir dann eben auch bereit, Fördermengen zu reduzieren. Das hat geklappt, zusammen mit einem günstigen Begleitprogramm, nämlich, dass letztlich die Erdölpreise sehr stark gestiegen sind, nicht zuletzt auch dadurch, dass unter anderem China oder insbesondere China starkes Wirtschaftswachstum hat und dann eben eine hohe Nachfrage nach Erdöl und anderen Rohstoffen da war. Und da haben wir in etwa in der Zeit so ab 2003
einen sehr starken Rohstoffboom, der wie gesagt verbunden war damit, also die Rohstoffpreise sind extrem gestiegen und damit eben auch die Erdölpreise. Und das aber verbunden, dass vorher es gelungen ist, die Kontrolle über den Erdölkonzern zu gewinnen. Und das hat einfach unglaublich viel Geld dann eben auch in die Staatskassen gespült. Und damit war es dann eben möglich, lange Zeit sehr gut oder diese sehr viel soziale Projekte zu fördern, sehr viel auch Wirtschaft, also alternative Wirtschaftsformen zu fördern. Und dieser Rohstoffboom hat eben angehalten, auch noch 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 war dann letztlich das Ende dieses oder das vorläufige Ende dieses Rohstoffbooms, eine deutliche Reduzierung der Rohstoffpreise und damit dann eben eigentlich der Punkt, wo es dann gekippt ist. Dort sind aber nicht notwendigerweise die Fehler, haben nicht notwendigerweise die Fehler stattgefunden, beziehungsweise dort sind nicht notwendigerweise auch die Ansatzpunkte zu finden, was vielleicht hätte anders gemacht werden können. Aber die ist ja nicht nur der Ölpreis runtergegangen, das zeigst du ja in deinem Buch auch nochmal sehr deutlich. Also das muss man vielleicht nochmal sich vergegenwärtigen, ich habe es nochmal nachgeguckt die Tage. Ich glaube, der Hochpreis war kurz vor Ausbruch der Finanzkrise, der Dollarpreis über 150 Dollar, jetzt nicht über den Jahresdurchschnitt, sondern einige Tage. Und der Tiefpreis war, glaube ich, 2016, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit unter 30. Also man kann sich da schon vorstellen, was das für ein Land wie Venezuela bedeutet. Venezuela, habe ich auch nochmal nachgeguckt, hatte vor Chavez ungefähr 80% der Einnahmen, der Staatseinnahmen berührten, Erdöl und mittlerweile sind das, glaube ich, 96%, was aus dem Erdöl kommt. Also da kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn der Ölpreis auf ein Viertel oder ein Fünftel zusammenbricht. Aber in dem Buch machst du deutlich, es ist nicht nur der Einbruch des Ölpreises gewesen, sondern eben auch der Einbruch der Ölförderung. Warum ist denn eigentlich die Ölförderung so eingebrochen? Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also diese Zahlen, die du jetzt genannt hast, das sind die Exporterlöse. Also letztlich muss man sagen, Venezuela exportiert nichts außer Erdöl oder fast nichts, jedenfalls in den offiziellen Exporterlösen. Dann, warum ist nicht nur der Ölpreis eingebrochen, sondern auch die Fördermenge? Hat verschiedene Gründe. Erstens kann man das nur verstehen, wenn man nochmal wieder zurückschaut auf den Putsch von 2002. Also vielleicht hole ich kurz aus, es gab eigentlich seit Beginn gab es oder haben die alten Eliten dem Projekt von Chavez haben es sehr, sehr, sehr kritisch gesehen, haben es torpediert, das muss man, glaube ich, sagen. 2002 ging es dann eben letztlich darum, wer die Kontrolle über PDVSA, also die staatliche Erdölgesellschaft, hat. Und das kann man sich vorstellen, dass das ein extrem heftiger Konflikt ist. Also hier zu schauen, bleibt es weiterhin eher privatwirtschaftlich orientiert, eher den Interessen der traditionellen Eliten verhaftet oder kommt ein in gewisser Form immer als Emporkömmling gesehener neuer Präsident, der sich jetzt sozusagen den Zugriff auf die Fleischtöpfe sichern möchte. Und das hat stattgefunden und die Reaktionen waren entsprechend heftig. Es gab einen Putschversuch, es gab einen wirtschaftlich dramatischen Erdölstreik, und wenn man sich dann eben diese Zahlen, die du gerade eben referiert hast, anschaut und man überlegt, okay, es gibt einen Streik innerhalb der Erdölproduktion, das legt natürlich tatsächlich dann die Wirtschaft lahm. Wer hat dort vor allem gestreikt? Das waren vor allem dann eben auch oder angezettelt von den sagen wir mal, oberen innerhalb der Hierarchie von PDVSA. Und was hat nun letztlich konnte sich die Regierung von Chavez dann durchsetzen? Hat also sozusagen die Kontrolle hier bekommen. Aber was war dann letztlich die Konsequenz davon? Es wurde Personal ausgetauscht. Und dieses Personal war eben insbesondere in der Leitungsebene von PDVSA, wurde letztlich vor die Tür gesetzt und durch anderes Personal ersetzt. Damit ist relativ viel technisches Know-how verloren gegangen. Das war für diejenigen sicherlich dramatisch, aber die haben gerade in diesem Erdölboom dann sehr schnell in anderen Ländern gute Jobs, also in der Regel gute Jobs gefunden. Jetzt kamen sozusagen neue Leute, die
wo, also hier erstmal ein Punkt war, dass ja sozusagen viele sich auch erstmal wieder oder on-the-job-Training, das erlernen mussten. Also hier hat man sicherlich ein technisches Problem. Ein zweites Problem ist dann damit verbunden, dass insbesondere PDVSA genutzt wurde, die Einnahmen aus dem Erdöl genutzt wurden, um eben sehr schnell soziale Verbesserungen umzusetzen. Das ist vollkommen verständlich. Also wenn man sich anschaut, wie die soziale Situation 2002, 2003, gerade nach diesem heftigen und damit eben auch wirtschaftlich und sozial verheerenden Streik ausgesehen hat, also Armutszahlen sind sehr hoch gegangen, da musste in Sozialpolitik investiert werden. Das wurde dann aber letztlich auch gemacht, aber eben zu Lasten von Investitionen in die Instandhaltung dieser Erdölindustrie. Das hat sich dann allerdings, als die wirtschaftliche Situation sich deutlich verbessert hatte, wurde dort nicht wirklich umgesteuert, dass man sagte, wir müssen jetzt mehr in die Instandsetzung investieren. In der Krise, wo jetzt das wahrscheinlich nochmal sehr viel nötiger gewesen wäre, ist das Geld nicht mehr da. Also hier haben wir das Problem. Gleichzeitig muss man sagen, und das ist dann eben immer das Überraschende, einerseits ist Venezuela das Land mit den größten bekannten Erdölreserven der Welt. Also ist nicht Saudi-Arabien, sondern jetzt seit einiger Zeit ist es Venezuela. Und andererseits nimmt diese Erdölextraktion momentan eben deutlich ab. Und da ist also und das ist jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren tatsächlich ein dramatischer Rückgang. Und zusammen mit dem Preisverfall muss das eigentlich zu einer heftigen Krise führen. Also die Zahlen nochmal hinterhergeschickt, glaube ich, 3,4 Millionen Barrel waren lange Zeit so die Fördermenge Venezuelas. Und mittlerweile, laut OPEC, ist die Fördermenge die tägliche 1,1 Millionen Barrel. Also Venezuela gehört wohl zu den wenigen OPEC-Ländern, die deutlich weniger fördern, als sie laut OPEC-Quote dürften. Das erklärt, glaube ich, auch eine Menge, warum die Einnahmen so weggebrochen sind. Aber das deutet ja dann schon darauf hin, dass man was falsch gemacht hat, dass man also die Infrastruktur nicht genug gepflegt hat. Und dann ist offensichtlich ja auch, dass das Wechselkurs- und das Preisregulationssystem, das man eingeführt hat und das eine Zeit lang ganz gut funktionierte, weil man es auch immer wieder angepasst hat, dass das irgendwann völlig aus dem Ruder gelaufen ist und unglaubliche Anreize geschaffen hat, weil man auf den illegalen Parallelmärkten eben unglaubliche Gewinnmargen erzielen konnte. Da hast du, glaube ich, in dem Buch auch, kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen illustrieren, was den Benzinschmuggel angeht oder den Schmuggel mit Lebensmitteln? Ja, also auch dort vielleicht nochmal wieder der Versuch auszuholen. Benzin ist in Venezuela, wird quasi verschenkt. Das ist nichts Neues. Also das war eigentlich seit Jahrzehnten immer so. Dahinter steckt die Idee, ein Land, das so unglaublich große Erdölreserven hat, da möchte dann die Bevölkerung eben auch etwas von haben. Und das wird symbolisiert durch quasi kostenloses Benzin an den Tankstellen. Also da sieht man jeden Tag, dass man eben in einem Erdölland lebt. Und letztlich kommt damit auch zum Ausdruck, dass sich die Regierung kümmert und das eben irgendwie auch an die Bevölkerung zurückgeben möchte. Letztlich, also das wurde unter der Regierung von Chavez beibehalten und hat sich dadurch, dass man den Benzinpreis nicht angepasst hat und über dann inflationäre Tendenzen, hat es sich verschärft. Also letztlich ist der Gang zur Tankstelle bedeutet, also man gibt mehr Geld als Trinkgeld dem Tankwart, als man für eine Füllung des Tankes aufwendet. Der zweite Punkt, damit verbunden, aber nicht ganz das Gleiche, ist dann eben die Frage der parallelen Wechselkurse. Also verschiedene Wechselkurssysteme gleichzeitig zu haben. Dahinter steckt durchaus eine interessante Idee, dass man eben sagt, für Importe von etwa Nahrungsmitteln, von etwa Medikamenten und teilweise auch von dringend benötigten Investitionsgütern geben wir einen anderen Wechselkurs als zum Beispiel für den Import von Dingen, auf die man eher verzichten könnte. Also ich versuche letztlich darüber Nahrungsmittel günstiger zu machen, zu subventionieren. Dazu muss wahrscheinlich noch dazu gesagt werden, dass Venezuela im Außenhandel nicht nur eine extreme Abhängigkeit von den Exporten von Erdöl hat, sondern auch eine extreme Abhängigkeit bei den Importen von
Nahrungsmitteln, aber auch von vielen Konsumgütern etc. Und darüber kann man natürlich steuern, dass etwa, was letztlich auch als Sozialpolitik gesehen werden kann, dass eben bestimmte Nahrungsmittel sehr viel günstiger sind. Die Unterschiede zwischen diesen parallelen Wechselkursen sind dann aber zunehmend größer geworden. Als ich das erste Mal in Venezuela war, war der offizielle Kurs, glaube ich, ungefähr bei 2 Bolivares, es sind 1 Dollar, und auf dem Schwarzmarkt waren es 8 oder 7 oder 6 oder irgendwie so etwas. Also schon ein sehr heftiger Unterschied, aber dies hat sich dann eben immer weiter auseinandergeklafft. Nachher irgendwann war letztlich der Unterschied beim 10-fachen, 20-fachen, 30-fachen. Was hat das für eine Konsequenz? Letztlich, wie konnte man sehr gut Geld verdienen, indem man Zugang hatte zu billigen Dollars, zu den präferentiellen Dollars, also zu dem zum niedrigeren Wechselkurs, in dem Fall eben für 2 Bolivar 1 Dollar zu bekommen. Wer hat das entschieden? Eine zentrale Institution. Und hier war ein Einfallstor für Begünstigung von politisch Nahestehenden, vielleicht auch persönlich Nahestehenden. Auch hier vielleicht nochmal wieder der Hinweis, das ist nichts, was es erst unter Chavez gab. Das gab es in den Anfang der 80er Jahre auch schon mal. Hatte dort ähnliche Konsequenzen. Hat letztlich dazu geführt, was ja durchaus überraschend ist, also das ist auch in dem Buch aufgeschlüsselt, wenn man sich anschaut, wer hat eigentlich profitiert vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Dann gibt es, es gibt einen Datensatz, der ist glaube ich von 2013, wenn ich mich da richtig erinnere, wo das sehr deutlich aufgeschlüsselt ist, an wen diese günstigen Dollars vergeben wurden. Und da sind dann sehr, sehr viele, da muss man sich ein bisschen durcharbeiten, aber wenn man das aufschlüsselt, sieht man, dass da kommt aus meiner Sicht durchaus Überraschendes zutage. Dass nämlich große Automobilkonzerne, General Motors, aber eben auch andere, eben letztlich billige Dollars bekommen haben. Dass die Pharmaindustrie sehr davon profitiert hat. Die deutsche Pharmaindustrie und nicht zuletzt auch die deutsche Lufthansa andere Airlines, die haben einfach sehr viele günstige Dollar bekommen. Das wurde dann natürlich... Mit Milliardenbeträgen. Die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, die sind dort, aber das sind, also einem wird schwindelig, wenn man sich diese Beträge anschaut. Und das ist natürlich etwas, wo man, glaube ich, deutlich sieht, dass da irgendwie etwas aus meiner Sicht jedenfalls nicht so ganz so gelaufen ist, wie man sich das wahrscheinlich gedacht hat. Dass davon ein Teil dann eben auch, also das ist jetzt nicht so, dass diese Milliardenbeträge 1:1 auf die Konten dieser Konzerne gegangen sind. Aber die haben davon natürlich extrem profitiert. Venezuela hat wenn man die Automobilindustrie sich anschaut, dort gab es letztlich eine Erneuerung des Fuhrparks, wie man so schön sagt. Und das war nur möglich, hier sehr großen Absatz zu haben, einfach weil die so stark subventioniert wurden. Dass sozusagen letztlich auch Flugreisen extrem nachgefragt wurden, also Reisen nach Venezuela bzw. aus Venezuela in andere Länder waren extrem günstig für die venezolanische Bevölkerung. Und das war natürlich dann auch etwas, wovon die großen Airlines profitiert haben. Also hier sind, glaube ich, eine ganze Menge Punkte, wo man dann eben schon sieht, das ist jetzt ja nicht unbedingt das, wovon man ausgeht, wenn man eine sozialistische Politik sich vorstellt. Also interessanterweise eigentlich eine Politik, die dann auch den einheimischen Mittelschichten sehr zugutekommt, obwohl die Mittelschichten extrem antichavistisch waren, ne, und sind. Also das ist wirklich interessant in dem Buch, wo du diese Sachen rausarbeitest. Das ist mir auch eine der Kapitel, die mich am stärksten beeindruckt haben. Aber nochmal zu der Frage, also wer profitiert da eigentlich von und wer zwackt eigentlich die Dollars illegal ab, weil eigentlich ist es ja nicht so vorgesehen, wer zwackt die Güter ab, wer ist am Schmuggel beteiligt. Die venezolanische offizielle Erzählung ist ja immer, das sei Wirtschaftskrieg, das sei der Imperialismus und die Sanktionen. Man wäre naiv, wenn man behaupten würde, sowas gäbe es nicht. Das wissen wir natürlich, dass es durchaus auch Wirtschaftsaggression gibt und auch gezielte Destabilisierungsmaßnahmen gibt gegen Linksregierungen Lateinamerika. Aber dein Eindruck ist im Buch ja eher, dass es nicht das Hauptproblem gewesen sein durfte. Also vor allen Dingen auch die Sanktionen, nicht, weil die wohl erst später angesetzt haben. Aber auch das andere beschreibst du ja eigentlich eher als so eine normale Anreizpolitik, die eben die falschen Anreize setzt. Ja, also ich glaube, wie du schon gesagt hast,
Natürlich haben die USA und ja auch andere Regierungen in Europa und auch eine, die hier ganz nahe liegt, jetzt ein Interesse daran oder kein Interesse daran, dass jetzt die bolivarische Revolution irgendwo, oder da gibt es eine Gegnerschaft, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich glaube eben schon, dass man auch gucken muss, welche anderen Probleme gab es innerhalb der Politik, die sozusagen hausgemacht sind. Und dort ist aus meiner Sicht dann eben zum Beispiel die Frage, wir haben jetzt subventionierte Lebensmittel, das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Punkt in der Sozialpolitik, schafft aber natürlich auch Anreize, diese dann entweder, jetzt ich mache es einfach mal am Beispiel des Schmuggels fest, diese dann eben über die Grenze zu bringen. Das Gleiche gilt und ist wahrscheinlich noch sehr viel stärker für die Frage des Benzins. Also wenn, und vielleicht kann man es an dem Beispiel besser illustrieren, wenn man an die Tankstelle geht oder wenn Benzin quasi umsonst ist, quasi verschenkt wird und man dann eben das im Inland diese sehr günstige Preispolitik hat und einmal über die Grenze geht und dort eben der Preis sehr viel höher ist. Das schafft natürlich extreme Anreize, um Benzin in größeren Mengen über die Grenze zu bringen. Diesen Benzinschmuggel gab es immer oder seit sehr, sehr langer Zeit in relativ mal kleineren, mal größeren Ausmaß. Also die Grenze zum Beispiel zwischen Venezuela und Kolumbien ist eigentlich ständig so, dass man Benzin rübergebracht hat, um dann eben sich, also auch gerade Menschen, die weniger Einkommen haben, um sich halt über Wasser zu halten. Das hat es immer gegeben. Aber in diesem Stil, wie er momentan stattfindet, und so, da gab es durchaus auch von Regierungsvertretern Zahlen, die natürlich immer geschätzt sind, die man nicht so genau feststellen kann, wo von 100.000 Barrel am Tag gesprochen wird, die über die Grenze gehen im Schmuggel. Das wird man wohl kaum mit dem sozusagen kleinen Schmuggel, auch wenn das viele sind, das kann es nicht erklären. Hier geht es tatsächlich um organisierte Strukturen, wo Lastwagen oder Tanklastwagen über die Grenze kommen. Und das wird wohl nur möglich sein, wenn man zumindest auch, wenn das Militär irgendwie eingebunden ist. Das ist dann. Das venezolanische oder das kolumbianische? Das venezolanische, wie das mit dem kolumbianischen aussieht, muss ich sagen, entzieht sich da meiner Kenntnis. Aber. Sozusagen die Grenze, wenn darüber wirklich Lastwagenlieferungen rübergehen, das wird sicherlich nur möglich sein, also das könnte man ja unterbinden. Und damit sind natürlich auch wirtschaftliche Interessen verbunden. Und das ist, glaube ich, hat sich dann aus meiner Sicht irgendwann verselbstständigt. Das jetzt zurückzufahren, ist natürlich unglaublich schwierig, weil dann schnell auch Unmut innerhalb des Militärs aufkommen kann. Und das kann sich wahrscheinlich die Regierung seit einiger Zeit nicht mehr leisten. Und die Sanktionen, also das ist ja, glaube ich, nochmal anders als im Fall Kuba, wo die Sanktionen ja ganz lange und eine ganz offensichtliche Rolle spielen. Wie ist es in Venezuela? Also die Sanktionen sind jetzt seit einigen Jahren wirksam und haben jetzt in der letzten Zeit nochmal deutlich zugenommen. Die haben schon auch eine Wirkung, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber wie gesagt, die kamen ja eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo die Krise schon begonnen hat. Die jetzt das nochmal verschärft, das ist gar keine Frage. Und das wissen wir ja auch aus anderen. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, die sollen nur den engeren Zirkel aus der Regierung treffen, dass das in die Richtung eigentlich nie funktioniert, das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten. Wenn wir jetzt zu der Frage zurückkehren, also das grundlegende Problem Venezuela, das wusste Chavez auch schon in den 90ern, das wussten eigentlich auch schon die Regierungen vor Chavez. Ich habe noch mal geguckt, der Satz, man musste das Erdöl säen, stammt aus den 50er oder sogar 30er Jahren. Ja, okay. Also der Satz ist eigentlich in Venezuela bekannt, schon fast so alt wie die Erdölstruktur des Landes ist, das Bewusstsein, dass man eigentlich weg muss von der Abhängigkeit vom Öl. Warum ist es in einem Erdölland so schwer, diese strukturelle Abhängigkeit zu überwinden? Man könnte doch auch denken, naja, so wie Norwegen, man macht das in den Staatsfonds und setzt den Staatsfonds strategisch ein, um sinnvolle Sachen zu finanzieren, wie Elektromobilität oder vielleicht im Fall Venezuela Sozialprogramme. Aber man macht damit wirklich eben auch was für die Zukunft. Warum ist das aber in vielen, ist ja nicht nur in Venezuela misslungen, sondern wenn man nach Nigeria guckt, gab es ja auch große Modernisierungshoffnungen in den 50er, 60er Jahren. Und das ist ja genauso oder noch dramatischer verlaufen. Woran liegt es? Ja, also das norwegische Beispiel kommt dann immer.
Ich finde das vollkommen unsinnig. Also die Situation Venezuelas oder Nigerias oder welches Land man auch immer im globalen Süden als erdölabhängiges oder wie auch immer rohstoffabhängiges Land nimmt, ist einfach eine vollkommen andere. Und dahinter steckt ja, hinter dem norwegischen Beispiel steckt ja eigentlich die Idee, die Einnahmen heute zurückzuhalten, beziehungsweise in einen Fonds einzuzahlen, damit dann eben zukünftige Generationen auch etwas davon haben. Im Hinterkopf dabei natürlich, dass Erdöl eine endliche Ressource ist, was ja alles richtig ist. Das aber in einem Land zu machen, wo es extreme soziale Probleme gibt, wo es viele Menschen gibt, die dringend auf soziale Verbesserungen angewiesen sind, ist letztlich eine aus meiner Sicht sehr, sehr realitätsferne und elitäre Position. Also das macht keinen Sinn. Gleichzeitig haben wir dann aber das Problem, dass wir ja eine ganze Reihe von Ländern haben, und da ist Venezuela tatsächlich nur eines von vielen, wo diese Idee, das Erdöl zu säen, um Entwicklung, was auch immer das ist, dann zu ernten, dass das immer wieder zu scheitern oder immer wieder scheitert. Und dann ist eben die Frage, woran liegt es? Und aus meiner Sicht liegt es daran, oder müssen wir beginnen, diese Gesellschaften nicht nur als, was denn so der gängige Fachbegriff wäre, Rentenökonomien zu verstehen, sondern als Rentengesellschaften zu verstehen. Also letztlich sich nochmal wieder mit dem Begriff der Rente auseinanderzusetzen, diesen aber nicht einfach nur auf die Ökonomie anzuwenden, sondern zu schauen, wie diese Erdölrente, die Wirtschaft ja, aber eben auch die Politik, Sozialstruktur oder das Soziale und auch gewisse Erwartungen an den Staat, wie Politik funktioniert, prägt. Und ich glaube, diesen Schritt muss man erstmal gehen und dann eben vielleicht auch wegkommen von der Idee, dass wir mit Rezepten, die wir zum Beispiel in Norwegen sehen oder in anderen Bereichen sehen, dass man die einfach Richtung Venezuela bringt. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ich glaube, es wäre zum Beispiel interessanter, sich zu überlegen, war Venezuela eigentlich eine kapitalistische Gesellschaft, bevor Chavez an die Regierung kam. Und ich hätte meine Zweifel. Venezuela war sicherlich eingebettet in ein kapitalistisches Weltsystem, gar keine Frage. Und es gab auch bestimmte Teile der Ökonomie, die nach kapitalistischen Grundsätzen funktionieren. Aber letztlich, wenn wir unter Kapitalismus sehr basal, ohne das jetzt hier im Detail diskutieren zu wollen, aber wenn man darunter versteht, dass es eigentlich darum geht, um die Verwertung von Wert durch Arbeit, dann ist das, glaube ich, in Venezuela nicht der zentrale Mechanismus gewesen. Und es ging in erster Linie darum, den Export von Natur, darüber Einnahme von Rente, die dann aber eben zum Beispiel Produktivitätssteigerung oder auch die Form der Verwertung durch Arbeit eigentlich gar nicht notwendig macht. Also in Venezuela, wenn wir diese Zahlen nochmal wieder referieren, 96% der Exporterlöse, und das ist jetzt vielleicht natürlich immer etwas schwankend, kommt aus dem Erdöl. Im Erdölsektor arbeiten ca. 100.000 Leute. Das ist die ökonomische Basis, von dem eigentlich das ganze Land lebt und auch immer auch in der Vergangenheit gelebt hat. Und da ist dann natürlich schon die Frage, ist das jetzt das, was wir so klassischerweise unter einer kapitalistischen Gesellschaft verstehen? Aus meiner Sicht ist es das nicht. Aus meiner Sicht ist es eher eine Rentengesellschaft, und die funktioniert dann eben auch anders. Und da muss man, glaube ich, sich nochmal mit beschäftigen, um eben auch verstehen zu können, warum bestimmte Ansätze dann immer wieder auch scheitern. Aber das musst du nochmal genauer erklären. Man könnte doch auch vermuten, okay, jetzt gibt es ein gutes Einkommen, die Bevölkerung oder auch der Staat fragt viel nach, weil es eben viele Devisen ins Land gekommen sind, und dann haben zum Beispiel die Bauern wunderbare Absatzmärkte und es lohnt sich für sie wunderbar, viel anzubauen, die Felder zu bestellen und Dinge herzustellen, zumal es ja auch tatsächlich eine staatliche Förderpolitik gab, sowohl für kleine Genossenschaften als auch eben für landwirtschaftliche Produktion. Also zumindest Teile der Wirtschaft hätten noch dann prosperieren können, weil es eine starke Nachfrage gibt. Ja, hätte sein können, aber es war immer günstiger zu importieren als zu produzieren. Und das hängt dann eben auch unter anderem damit zusammen, dass diese Importe dann ja auch durchaus gefördert wurden. Das hat durchaus Sinn, weil eben es ja darum ging, dass man die
die Versorgung mit Nahrungsmitteln, auch mit anderen Konsumgütern der Bevölkerung verbessern wollte. Und es geht dann eben nicht so einfach, dass man auf den Knopf drückt und sagt, die Produktion fährt jetzt hoch. Das ist, glaube ich, und dann muss es über Importe funktionieren. Das hat auch über Importe funktioniert. Also das, über diese Erdöleinnahmen konnte extrem viel mehr importiert werden. Das hat sich dann eben in einer Konsumausweitung, eigentlich einer Demokratisierung des Konsums, dann auch niedergeschlagen. Aber eben letztlich die Produktion war nie so notwendig und hat dann eben auch nicht funktioniert. Viele dieser Projekte haben es dann eben auch nicht geschafft, sich ja letztlich über Produktivitätssteigerungen dann sozusagen wettbewerbsfähig zu machen. Und dazu kam, dass der Wettbewerb dann eben über diese, unter anderem über, also je nach, da müsste man in die Sektoren genauer reinschauen, aber in vielen Bereichen dann eben durch das Wechselkursmanagement dann auch nochmal untergraben wurde. Das nennt sich dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier, das ist vielleicht ein bisschen technisch, häufig wird es dann als holländische Krankheit beschrieben. Ich glaube, das trifft es auch gar nicht so sehr, weil holländische Krankheit ist im Endeffekt ein sehr neoklassisches Theorem, also geht davon aus, dass es einen perfekten Markt gibt. Nö, gibt's nicht. Und dass es auch volle Markttransparenz gibt und so weiter. Also da sind viele Probleme bei diesem der holländischen Krankheit. Was damit verbunden ist, ist aber, das haben wir dann eben in Venezuela durchaus gesehen, wir haben einen Erdölboom. Dadurch haben wir eine starke Währung, die eben Importe günstig macht, Exporte verteuert und darüber dann eben in der Konsequenz eine Verschärfung der Erdölabhängigkeit. Weil das Einzige, was es sozusagen sinnvollerweise exportiert werden kann, was konkurrenzfähig wäre, ist dann eben Erdöl bzw. die Rohstoffe und alles andere ist sehr viel günstiger zu importieren, als im Land selbst herzustellen. Also diesen Punkt sieht man schon. Ich glaube, dass man das theoretisch nicht unbedingt, also dass die holländische Krankheit dort ein theoretisches Problem hat, weil sie einfach von Annahmen ausgeht, die in Venezuela nicht, zumindest nicht zutreffen und ich glaube in vielen anderen Ländern auch nicht zutreffen. Wir müssen gucken, oder ich muss vor allen Dingen mal gucken, dass ich jetzt nicht mehr noch zu viele Nachfragen stelle, aber eine möchte ich doch noch stellen. An dem Punkt mit der Rentengesellschaft, die Annahme der venezolanischen Linken war ja, dass man, wenn man die Vierte Republik abserviert, dass man, wenn man den Staat neu gründet, deswegen auch diesen konstituierenden Prozess, dass man dann tatsächlich auch eine neue Form von Staatlichkeit herstellen kann. Venezuela war ja dann sogar die Rede davon, dass man so eine Art Rätestaat, einen kommunalen Staat gründen wollte. Man hat dann ja auch ganz viel so Partizipationsmechanismen geschaffen, die lokalen Kommunen, die eben nicht nur eine politische Einheit, sondern auch eine sozioökonomische Einheit sein sollte. Ja, alles Ideen, die erstmal ganz vernünftig klingen, aus sozialistischer Perspektive. Warum, wenn man jetzt aber sich das beobachtet, was passiert, das muss man eigentlich sagen, eigentlich sind die neuen revolutionären Eliten den Eliten der 70er und 80er Jahre erstaunlich ähnlich. Ja? Also unter einem anderen Diskurs hat man ganz ähnliche Phänomene. Das deutet ja darauf hin, dass diese Form von Erdölstaat auch eine bestimmte Form von politischer und sozialer Ausdifferenzierung hervorbringt. Da wäre eben nochmal interessant, was hat das mit diesem Begriff des Rentierstaats auf sich und was greifen da für Mechanismen? Ja, also der Begriff des Rentierstaats wurde entwickelt in den 70er Jahren am Beispiel von Iran und hat damit immer auch die Iran, dann wurde später auf die Golfmonarchien angewandt. Und hat dann immer auch eine gewisse Schlagseite, dass man sagt, Erdöl führt zu autoritären Regimen. Dann gibt es Thomas Friedman, so ein recht bekannter US-amerikanischer Journalist, der das dann in das erste Gesetz der Petropolitik umgesetzt hat, der quasi sagt, je höher der Erdölpreis, desto schlechter ist es für die Demokratie. Wenn man jetzt nach Venezuela schaut, oder auch nach andere Länder Lateinamerikas, trifft das einfach nicht zu. Also wir sehen, dass es diese Form von eine Idee eines Automatismus zwischen Erdölabhängigkeit und autoritären Herrschaftsstrukturen, die finden wir nicht so sehr. Was wir aber schon finden, ist, dass sich eigentlich
Staat und Gesellschaft um den Zugriff auf die Erdölrente drehen. Und das ist ein zweiter Punkt des Rentierstaatsansatzes, den wir, glaube ich, auch in Venezuela sehr stark sehen. Und zwar unter verschiedensten politischen Rahmenbedingungen. Also letztlich geht es, ist wirtschaftlicher Erfolg vor allem davon abhängig, habe ich gute Beziehungen zur Regierung. Und das ist etwas, was erneut nichts ist, was wir jetzt erst seit 15, 20 Jahren sehen, sondern was es tatsächlich seit längerer Zeit gibt und das eben aus meiner Sicht auch an der materiellen Grundlage angelegt ist. Und das ist eben, dass der Staat, Gesellschaft, Wirtschaft abhängig sind vom Erdöl. Daher kommt das Geld, das geht an den Staat oder große Teile davon gehen an den Staat. Der Staat kann sich im Erdöl vergleichsweise einfach einen relativ großen Teil der Erdölrente aneignen. Das ist dann aber schon der Unterschied zwischen einer eher neoliberal ausgerichteten und einer eben, wie auch immer, sozialistisch oder wie man das dann auch immer nennen möchte, ausgerichteten. Nämlich wie stark, häufig ist es auch eine nationalistische Politik, wie groß ist der Anteil, den sich der Staat von diesem Kuchen der Erdöleinnahmen aneignen kann. Das ist dann eben das ist dann tatsächlich die Frage auch, wie viel finanzielle Beinfreiheit bekomme ich dann einfach. Das hat, und da ist dann eben durchaus auch der Unterschied zwischen der Regierung von Chavez und den Vorgängerregierungen gewesen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was danach dann aber passiert, dass zum Beispiel die Eliten in erster Linie darauf schauen, wie sie sich einen möglichst großen Teil dieses Kuchens der Erdöleinnahmen eben aneignen können, das hat sich, glaube ich, nicht sonderlich verändert. Natürlich hat es sich verändert, wer diese Eliten sind, aber längst auch nur zum Teil. Also es gab gerade im Staat dann, das was teilweise auch, also Elsenhans, kennen vielleicht einige hier, hat es mal als Staatsklasse bezeichnet, die dann eben tatsächlich einen sehr privilegierten Zugang zu diesen Erdöleinnahmen haben und darüber entscheiden können, wen sie begünstigen können, wen sie privilegieren können und wen sie benachteiligen können. Aber es ist letztlich eben tatsächlich hier in erster Linie die Frage, dass der Staat entscheidet, wer Gewinner und Verlierer ist. Und das hat sich dann, wie gesagt, einige Namen haben sich dort ausgetauscht und das ist sicherlich auch eine wichtige Veränderung dabei. Aber die Strukturen, würde ich dann doch sagen, sind erstaunlich ähnlich geblieben. Bevor ich das jetzt gleich öffne für Fragen und Diskussionen, vielleicht nochmal für Linke jetzt gerade auch in der aktuellen Auseinandersetzung um Guaido und Maduro ist ja, glaube ich, die zentrale Frage. Linke sollten nicht unbedingt auf der Seite einer herrschenden Klasse stehen und einer vermögenden Klasse. Die Frage ist aber in Venezuela, wer ist eigentlich die herrschende Klasse? Das ist ja auch so ein Irrtum, auch den auch viele Linke begehen, zu glauben, dass die Regierenden auch die Mächtigen sind. Das ist ja oft nicht identisch. Dass es eben man wirklich genauer herausarbeiten muss, wer eigentlich die ökonomisch besitzenden oder vermögenden Klassen sind, beziehungsweise inwiefern das mit den politischen Eliten zusammenwirkt, verzahnt ist oder manchmal eben auch im Widerspruch steht. Und in Venezuela ist ja bemerkenswert, dass es immer wieder verzahnt ist, aber auch immer wieder im Widerspruch steht. Ich will das nur ganz kurz Anekdote erwähnen, dass ich einen ehemaligen Kommunenminister unlängst in Spanien getroffen habe und der Genosse hatte ein Loch in der Hose im Schritt, also nicht da, wo man modische Löcher in der Hose hat, sondern er hat also tatsächlich so alte Kleider, dass er mit löchrigen Klamotten durch die Gegend läuft. Also das deutet ja darauf hin, dass also wichtige Mitglieder der Regierung, die auch nach wie vor auf der Seite des Chavismus stehen, der auch nach wie vor wirbt dafür, dass man Maduro verteidigt, offensichtlich ökonomisch überhaupt nicht profitieren. Andererseits hast du ja schon geschildert, es gibt ja durchaus auch Konzerne und Unternehmer, die weiter profitiert haben, obwohl sie teilweise feindlich zur Regierung standen, teilweise haben sie sich arrangiert. Dann ist immer die Rede, die Armee profitiert so stark, aber das kann man wahrscheinlich auch gar nicht so pauschal behaupten. Also wahrscheinlich auch eher Netzwerke in der Armee. Das ist eigentlich das, was ich am verwirrendsten finde, dass man gerade gar nicht so genau benennen kann. Also anders als im Fall Nicaragua, wo ich sagen würde, da ist die Ortega-Regierung eindeutig irgendwie auch identisch mit den ökonomischen Eliten, eindeutig identisch. Das ist, glaub ich, in Venezuela mir längst nicht so klar. Es gibt sicherlich Teile dieser Staatsklasse und der Regierung, die auch ökonomisch profitieren und sich bereichern. Aber es gibt eben offensichtlich auch Teile, die das nicht tun. Hast du da eine Antwort? Ja, schwierig. Also ich meine,
Ich würde schon sagen, dass es eine enge Verquickung zwischen politischer und ökonomischer Macht gibt. Deine Anekdote, also ich kenne jetzt dafür zu wenig von den, habe nicht so die ganz engen Kontakte in die Ministergarde der Regierung in Venezuela. Und von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Beispiele dieser Art es gibt. Aber ich glaube, letztlich die politische Macht zu haben, verbessert auf jeden Fall die Möglichkeit des Zugangs zu den Erdöleinnahmen. Und aus meiner Sicht dreht es sich vor allem darum. Das ist nicht das Einzige. Dazu kommt dann eben auch regierungsnahe oder eben die sich arrangiert haben, Unternehmer. Also die haben tatsächlich sowohl ausländische als auch inländische, haben sehr gut lange Zeit davon gelebt. Es werden jetzt weniger, die davon gut leben, aber es gibt weiterhin noch eine ganze Reihe derjenigen, die davon gut leben. Momentan muss man wahrscheinlich sagen, alle die, die irgendwie die Möglichkeit haben, Dollar zu bekommen, haben ein deutliches Privileg, einfach auch darüber, dass der Dollar auf dem Schwarzmarkt so unglaublich hohe Erlöse bringt. Und das hat dann eben letztlich, wer hat Zugang zu Dollar? Das sind dann eben letztlich auch diejenigen, die in irgendeiner Form Netzwerke haben, die eben nach außen gehen. Und darüber, das sind jetzt nicht alleine eben diejenigen, die schon seit langer Zeit irgendwie privilegiert sind, aber die eben besonders. Also ich glaube, das muss man dann schon auch noch sehen, dass das momentan, aber das ist jetzt eine tatsächlich eher in der aktuellen Situation. Und ansonsten würde ich aber schon den Punkt machen, dass es eine enge Verquickung gibt zwischen politischer und ökonomischer Macht. Das soll, wie gesagt, nicht heißen, dass es nicht auch natürlich weiterhin diejenigen gibt, die zur Opposition gehören und die weiterhin Möglichkeiten haben, eben die weiterhin ja auch ökonomisch ja, privilegiert sind. Und wofür steht die Opposition ökonomisch, kann man das sagen? Ja, die Opposition steht dafür, also eigentlich könnte man ja die Vermutung haben, wenn man die Presse liest, dass die Opposition eigentlich alles anders machen will als der Chavismus. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so unbedingt richtig, weil was die vor allem wollen, ist auch weiterhin die Erdölförderung. Also wenn man sich das neue, die nennen es, also Programma País nennt, also das Landesprogramm oder das Regierungsprogramm, wenn man so will, von Guaido sich anschaut, was man dort will, ist Erdölförderung, Rohstoffförderung, aber vor allem Privatinvestitionen, also Privatisierung dessen. Und damit natürlich auch wieder eine Veränderung derjenigen, die letztlich den Zugriff haben oder wie die Verteilung dieser Renteneinnahmen strukturiert wird. Das würde sich deutlich verändern. Letztlich, und das ist, glaube ich, auch der zentrale Punkt, die Opposition hat eigentlich wirtschaftlich, also das ist jetzt, wenn man davon ausgeht, dass die letzten Jahrzehnte es eigentlich immer darum ging, wie schaffen wir es irgendwie von der Rohstoffabhängigkeit wegzukommen. Ich sehe zumindest bei der Opposition dort überhaupt kein Programm, sondern die hoffen darauf, eben auch ähnlich wie die Regierung, dass die Erdölpreise wieder hochgehen. Die werden sicherlich die Möglichkeit haben, dann zunächst einmal Investitionen ins Land zu bekommen. Das denke ich schon. Aber sozusagen jetzt eigentlich das Angehen von strukturellen Problemen sehe ich nicht. Ich würde vorschlagen, obwohl ich natürlich die tolle Schlussfrage jetzt stellen könnte, was du in der aktuellen Lage für geboten hältst. Aber da wir nicht die Weltenlenker sind, kann man sich die Frage auch ein bisschen sparen. Politikberatung hier aus dem Franz-Mehring-Platz nach Venezuela ist vielleicht nicht das, wo es die Welt am dringendsten braucht. Aber vielleicht taucht es in der Diskussion auch wieder auf, dann darf es auch gesagt werden. Ich habe die Frage zumindest nicht gestellt. Ihr habt das Wort. Wie soll ich das machen? Soll ich hier? Na klar, ich muss hier die Mikrofon geht. Macht ihr, okay. Dann würde ich mal vorschlagen, hier in der Mitte erstmal, oder? Da hinten, glaube ich, war zuerst und dann Christoph als Zweiter. Und ich würde Frauen quotiert dran nehmen, wenn sich welche melden. Das vorhin zitierte Wort von Arturo Uslar Pietri, einem Liberalen der 30er Jahre, dass man das Petroleum sehen müsste, ist eigentlich in den 90er Jahren, solange ist Petroleum das wichtigste Exportprodukt Venezuelas seit Ende der 20er Jahre, nur einmal in den 70er Jahren direkt nach Gründung der OPEC erfüllt worden. Merkwürdigerweise unter so einem ebenfalls völlig korrupten sozialdemokratischen Präsidenten Carlos Andrés Pérez. Dort wurden Investitionen gemacht, es wurde Guri das Stahlwerk gemacht, es wurde Sidor das Stahlwerk gebaut.
Es wurden die Autobahnen gebaut und vielleicht am bemerkenswertesten, es wurde die Beca Ayacucho kreiert. Das war ein Stipendienprogramm von Studenten an den teuersten Universitäten der Welt, an dem in 5 Jahren ungefähr 60.000 Studenten partizipiert haben. Seinerzeit hat Carlos Andrés Pérez sogar in Deutschland Institutionen gesucht, die bereit gewesen wären, 10.000 Studenten, bezahlt vom venezolanischen Staat, hier zu verwalten und zu betreuen, um sie an den Errungenschaften der deutschen Universitäten teilhaben zu lassen. Das waren Investitionen in die Zukunft. Das war in den 70er Jahren so. Das ist alles, das war auch die Hochzeit der technologischen Entwicklung, auch etwa in der Erdölindustrie. Die einzigen Fächer, die damals nicht zurande kamen, waren die Wirtschaftswissenschaften. Ich erinnere mich, dass einer der führenden Wirtschaftsprofessoren Venezuelas damals sagte, Inflation lehren wir nicht, weil das gibt es bei uns nicht. Und diese Epoche des 4,30, des Quattro Trenta, das war der Wechselkurs damals, der eben dazu führte, dass es ein Saudi-Venezuela gab, wo die Eliten am Wochenende fix nach Miami flogen und dann fanden, das ist ja alles so billig, gib mal zwei. Tabarato dame dos war der Slogan für diese Eliten. Der hat das Land geprägt und trifft genau zu, dass eine Rentenökonomie zugleich eine Rentengesellschaft in der Mentalität, in den Anspruchshaltungen, in den Wertesystemen etc. macht. Ich würde meinen, die Frage, die gestellt worden ist, wer hat in den letzten 10, 20 Jahren von dem eher essentialistischen Paternalismus, der kein Sozialismus meines Erachtens gewesen ist, der Chavez-Regierung profitiert, das ist die neue Bolli-Bourgeoisie. Natürlich auch noch die alten Eliten, denen es auch heute gar nicht schlecht geht. Die damals Geld haben, haben auch heute noch genug Geld, um sich gut zu versorgen, nach meinen Informationen zumindest. Aber es sind dazugekommen die Bolli-Bourgeois und vor allen Dingen die gehobenen Militärs. Ich glaube, das sind die drei Gruppen, die bei aller Krise weiterhin eigentlich ganz fröhlich leben. Meine Frage wäre, weil wir hier in der Bundesrepublik sind, wie wir es uns erklären können, dass auf einmal Deutschland, die EU, USA will ich nicht reden, ihr Herz für die Demokratie entdeckt. Ich hätte mir mal gewünscht, zu Zeiten des Pinochet-Putsches oder der Diktaturen des Cono Sur, dass vielleicht ähnliche Proteste gegen irgendwelche Diktatoren von Seiten der Regierung gekommen wären und dass das internationale System, das ja eigentlich nie Regierungen, sondern immer Staaten anerkennt, also nicht irgendwie einen Präsidenten anerkennt, sondern einen Staat, dass man sich da vielleicht damals auch daran erinnert hätte. Aber meine Frage ist, wie erklären wir uns eigentlich, dass die EU einen sich selbst ernennenden Präsidenten anerkennt und sogar versucht, mit dem irgendwelche Kontakte aufzunehmen? Und was kann man hier in der Bundesrepublik dagegen machen, um das zumindest zu verhindern? Vielleicht antwortest du gleich und... Ja, okay. Dann würde ich aber von jetzt ab darauf achten, dass wir nicht länger als 2 Minuten, ich meine, das war alles sehr interessant, aber genau. Die Dame, Genossin, hier in der Mitte, genau. Ja. Wir quotieren. Hallo, hallo. Mi nombre es Nancy Larenas, soy chilena. Viví también el golpe de Chile, de Estado de 1973. Bueno, quería hacer una consulta de tu referat que tiene que ver, Entschuldigung, ich spreche jetzt Spanisch, das zu tun hat, welche Formation, welche Sociedad, welche Gesellschaft ist Venezuela? Eine kapitalistische Gesellschaft, eine Rentengesellschaft in Öl und in ein Land, wo mehr als 90% Eigentum steht in Privathänden. Eine Sache. Zweite, die Großgrundbesitzer in Venezuela trägt ungefähr 80% der Landerei. Nur 20% der armen Bauern haben ein Stück Land. Das ist eine Sache. Der andere, du hast total außerhalb die innere Kämpfe im Land, also die verschiedenen Schichten und Klassen, weil die Oligarchie in Venezuela lässt nicht einfach die Maduro oder die bolivarianische Revolution weiter ihre Reformen für bessere Lebensbedingungen der Bevölkerung werden lassen. Das heißt, du hast total verlassen, du hast dich nur konzentriert
ich würde sagen ganz deutlich, das hast du nur gesagt, in der Korruption jetzt, praktisch. Das stattfindet in PDVSA und so weiter, man hat auch hier gesprochen, hier so die Elite, die neue, ja, das ist ein Problem. Aber die große Probleme ist, wer hat die große Eigentum im Land? Wer gehört die große, die Fabrik, die geht, oder die Konzernlanderei? Das ist meine Frage, weil deshalb fällt mir dieses Stück. Und das ist entscheidend für alle Analyse. Tut mir leid. Dankeschön. Ist angekommen. Und dann noch hier Christoph, glaube ich, war relativ am Anfang. Genau. Und dann. Ja, das kann vielleicht ganz gut daran anschließen. Also ich finde das sehr gut, dass wir uns in der Diskussion hier auf die inneren Angelegenheiten und materiellen ökonomischen Verhältnisse konzentrieren. Und wenn man da am meisten auch lernen kann, glaube ich, für die Linke, für sozialistische Transformationspolitik, wird aus den Schwächen und Fehlern. Und ich würde eben doch an dem Begriff der Rentengesellschaft, der jetzt zweimal viel festhalten, finde ich auch eine echt gute und wichtige Erweiterung. Und dadurch ist natürlich schon klar, dass es eben nicht, wie Raul am Anfang emphatisch meinte, der Chavismus einen Bruch mit dem Kapitalismus gemacht hat, sondern er zunächst mal die Rentengesellschaft fortgeführt hat. Er wollte sie demokratisieren, richtig, aber die Nachteile der Rentengesellschaft, das kommt ja in dem Buch ganz gut vor, sind A, Enklavenökonomie, also eine Enklavenökonomie, keine Diversifizierung, ein ganz geringer Teil von produktiven Arbeitern und eben Exportbegünstigung, Exportverteuerung und dadurch Importbegünstigung und dadurch die Schwächung von Binnenmarktstrukturen. Und das führt mich jetzt zur Frage, der zweite Kreislauf, den du auch in deinem Buch eigentlich beschreibst, der war jetzt in der Diskussion gar nicht Thema, den halte ich aber für entscheidend herauszustellen. Du sagst ja faktisch, gegen diesen Kreislauf der Rentenökonomie, den auch letztlich der Chavismus immer wieder einfängt und ihm erliegt in den ganzen Fallen, wird versucht, eine Diversifizierung dagegen zu halten. Stärkung von Binnenmarkt, ja, mit also durchaus auch Differenzierung von Eigentumsformen auf dem Lande und so weiter. Und dann ist deine These in dem Buch, und das ist meine Frage, warum das sozusagen nicht funktioniert. Und dein Argument ist, es kommt keine Produktivität. Immer wieder wird der Binnenmarkt unterlaufen durch den Import. Ja? Und warum kommt es nicht zur Produktivität? Und das ist jetzt der Bogen zur Rentengesellschaft. Da ist dein Argument, es entwickelt sich keine Kultur der Arbeit und des industriellen Fleißes, um es mal sozusagen polemisch zu formulieren, aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus, sondern du sprichst vom Rentenhabitus. Ja? Und das finde ich, und damit sind wir, sagte ich, beim Grundproblem von sozialistischem Aufbau, beim subjektiven Faktor. Weil das ist im Grunde ähnlich, sozusagen, das ist im Grunde vergleichbar mit der frühen Sowjetunion, wo es auch letztlich immer wieder darum ging, sozusagen die Subjekte anzuhalten, sie mit Kaderpolitik voranzutreiben und so weiter. Und insofern, da ist dein Buch dann sozusagen argumentativ, kommt da nichts. Mich würde das interessieren, wenn das stimmt, diese Struktur, dass im Grunde der subjektive Faktor immer wieder zurückfällt in die Mentalität der Rentengesellschaft und dadurch nicht die Produktivität bringt, um diesen Kreislauf zu zerbrechen. Woran liegt das wirklich? Stimmt das? Teilen das die anderen, die sich hier auskennen? Und hast du noch andere Argumente, weil im Buch das faktisch da abbricht, obwohl ich das den zentralen Punkt finde? Wenn ich Tap-Tap mache, heißt das bitte zum Ende kommen. Jetzt beantwortet Stefan erstmal drei Fragen, dann nehmen wir die nächste Runde auf. Ja, danke für die Fragen. Ich versuche so ein bisschen von hinten nach vorne zu gehen. Also die Frage des Rentenhabitus oder Rentierhabitus. Also das ist aus meiner Sicht schon, wie du es jetzt referiert hast, in großen Teilen würde ich das so unterschreiben. Einen Punkt würde ich unterschiedlich machen. Nämlich, ich glaube, dass wir diesen Rentierhabitus nicht, oder ich weiß nicht, ob ich da richtig verstanden habe, aber nicht so sehen sollten, die Venezolaner wollen, oder da gibt es keine Arbeitskultur wie hier. Sondern ich glaube, wir müssen das wiederum aus den Strukturen der Rente erklären. Wir brauchen es nicht. Brauchen wir Produktivität, wenn wir doch von der Rente leben? Und da glaube ich, dass genau das ist der zentrale Punkt. Es hat einen materiellen Kern, diese ganze Geschichte. Es geht eben nicht darum, und
da würde ich mich jetzt kurz wiederholen, darum, dass man eben Verwertung von Wert durch Arbeit, das ist nicht der zentrale Mechanismus in Rentengesellschaften. Es geht um den Export von Natur, der bringt Renteneinnahmen und Renteneinnahmen stehen ihren Empfängern und Empfängerinnen zur freien Verfügung. Und die können dann eben verwendet werden, die können produktiv investiert werden, müssen sie aber nicht. Ich kann sie auch konsumieren. Und letztlich, sagen wir doch mal ehrlich, was wollen wir denn? Also wenn ich das könnte, wäre ich doch auch glücklich, wenn ich sozusagen im Endeffekt eine Rente beziehen könnte und die einfach nach meinen eigenen Gutdünken nutzen kann, um zu konsumieren, um sie dir zu schenken, Teil oder wie auch immer. Das ist doch eigentlich erstmal sehr, sehr attraktiv. Und dass dann, wenn ich diese Möglichkeit habe, dass sich darüber dann letztlich keine Produktivität so stark entwickelt, weil das eben letztlich, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht notwendig ist. Und damit würde ich gerne zu der mittleren Frage kommen, weil zum Beispiel die von Ihnen angesprochenen Fabriken, es gibt natürlich Fabriken in Venezuela, die sind aber wirtschaftlich nicht sonderlich bedeutend. Also das sind nicht die, und viele wurden, oder es gab ja durchaus auch Verstaatlichungsprozesse während der bolivarischen Revolution. Da muss man sicherlich dazu sagen, dass viele dieser, nicht alle, aber viele dieser Verstaatlichungsprozesse mit deutlichen Entschädigungen einhergingen. Also es gibt dann Anekdoten, dass sich einige quasi schon, also es waren jetzt auch nicht notwendigerweise sehr produktive, sehr gewinnträchtige Unternehmen. Also es war teilweise eher ein Geschenk auch für diejenigen, die dort enteignet wurden. Aber wie gesagt, da muss man genauer hinschauen, das ist nicht bei allen der Fall. Dann gibt und selbst dann, wenn es sozusagen den, natürlich gibt es viel Privateigentum in Venezuela und damit wurden, wie gesagt, Verstaatlichungsprozesse stattgefunden, aber die waren jetzt keine systematische Verstaatlichungspolitik im engeren Sinne. Das ist zwar alles richtig, aber ich glaube, wenn man sich anschaut, wovon lebt diese Gesellschaft, dann ist es eben gerade nicht zum Beispiel der Großgrundbesitz, den gibt es, ja, aber auch der ist nicht sonderlich produktiv. Was allerdings nicht gelungen ist, ist gerade im Landsektor, es gab ja eine Landreform, die, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob sie extrem ambitioniert war oder nicht. Aber im Vergleich zu dem, was wir in Lateinamerika in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben, war es sicherlich eine der ambitioniertesten, die aber eben eines nicht geschafft hat, nämlich auch hier eine Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft herzustellen. Und das ist, glaube ich, dann letztlich auch wiederum ein zentrales Problem, womit man kämpfen muss. Dazu, auch wenn man jetzt, also auch mit Blick auf die Frage, die Kräfteverhältnisse im Land, dass die jetzt nicht deutlich genug zum Ausdruck kamen, ja, mag sein oder sicher. Ich würde aber dann dem entgegenhalten, was wir in Venezuela so ungefähr ab 2003 hatten, war eigentlich eine Konstellation, die relativ gut war, relativ positiv war für tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung. Es gab politischen Willen von Chavez und seiner Regierung. Es gab die Unterstützung der Straße. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, um eben tiefgreifende Transformationsprozesse umzusetzen. Und es gab den Rückenwind der Ökonomie und hier insbesondere durch die Rohstoffpreise. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch Gegenwind gab. Natürlich gibt es Interessen, die man so in dem Begriff des Imperialismus bezeichnen kann, und es gibt die lokalen Eliten, die sich dagegen wenden. Aber, und das ist mein Argument, die wird es ja immer geben, aber es gab tatsächlich eine vergleichsweise positive Konstellation, und dann, wenn wir das zum Beispiel heute uns anschauen, vielleicht kann man noch bei der positiven Konstellation hinzubringen, dass es ja auch politischen Rückenwind nicht nur in Venezuela unter Chavez gab, sondern dann zunehmend auch innerhalb der Region, was dann immer unter dem Begriff der Linkswende diskutiert wird, also mit Brasilien, mit Argentinien, dann später auch Bolivien unter Evo und Ecuador und so weiter. Also da gab es tatsächlich eine Konstellation, wo man sagen könnte, es gab eine große Chance, um hier wirklich diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse umzusetzen. Und das hat eben aus meiner Sicht nicht funktioniert. Und da würde ich sagen, ja, es gibt diese externen Beschränkungen, gar keine Frage. Aber wir müssen halt auch schauen, was gibt es an endogenen Faktoren, an Faktoren vielleicht auch, die wir innerhalb
jetzt in diesem Fall innerhalb Venezuelas uns anschauen müssen, die wir vielleicht nicht über diese, die sind ja nicht falsch, diese Argumente, aber eben auch nicht das, was es alleine erklärt, sondern dass wir da einfach auch lernen können aus diesen Beispielen für zukünftige Prozesse, weil ich glaube, auch in zukünftigen Prozessen wird es auf internationaler Ebene Widerstand geben und auf nationaler Ebene Widerstand geben. Also das ist vollkommen unbestritten. Vielleicht noch kurz zu dem Punkt, zu der ersten Frage. Sie haben mir es ja geschickt gemacht mit dem längeren Kommentar, dem ich zustimmen würde in großen Teilen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Bei einem Punkt wäre ich da nämlich nicht so ganz einer Meinung, dass unter Carlos Andrés Pérez tatsächlich es geschafft wurde, das Erdöl oder zum Erdölsehen zu kommen. Wenn wir uns Produktivitätsentwicklung anschauen, war das auch nicht sonderlich erfolgreich. Und letztlich ist das dann eben da erneut auch an dem Punkt zusammengebrochen, als der Erdölpreis zurückgegangen ist, Ende der 70er und insbesondere Anfang der 80er. Da hat man eigentlich gesehen, dass der ganze Punkt von Carlos Andrés Pérez mit einer anderen Form, in gewisser Form auch häufig auch relativ ähnlich, aber im Bildungsbereich sicherlich auch eine andere Politik stattgefunden hat, die aber im Endeffekt jetzt zu einer Abkehr von der Erdölabhängigkeit, glaube ich, auch nicht so wirklich beigetragen hat. Natürlich hat man in dem Moment Industriekapazitäten aufgebaut, aber wie gesagt, die waren immer abhängig, in größten Teilen mit einigen Ausnahmen, von der Subventionierung durch die Erdöleinnahmen. Und wenn das nicht möglich war, sind die auch relativ schnell zusammengebrochen. Die Frage war aber ja eine andere. Und zwar die Frage, warum jetzt in diesem Zeitpunkt EU, auch die deutsche Bundesregierung, jetzt in Venezuela so gehandelt hat, in der Außenpolitik oder auf der diplomatischen Ebene, wie sie gehandelt hat. Bin ich jetzt natürlich nicht so wirklich die Person, die das beantworten kann. Ich glaube aber, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, dann hat man sich ziemlich schön ins Abseits manövriert. Also Sie haben das vielleicht jetzt in den letzten Tagen der Presse entnommen. Es gibt jetzt ja die Frage, wie geht man mit einem von Guaido zum seinem Entsandten ernannten, mit einer Person um, das scheint jetzt auch zu einem gewissen Unbehagen geführt zu haben. Und irgendwie ist man in einer Situation, wo man eigentlich alle Karten aus der Hand gegeben hat. Und da muss man schon sagen, da gibt es, glaube ich, andere Ansätze auf diplomatischer Ebene, die vielleicht bei allem Respekt intelligenter wären. Und da muss man ja auch nicht das Rad neu erfinden. Also ich meine, es gibt bestimmte internationale Gepflogenheiten, es gibt ein Völkerrecht, es gibt, also das alles kennt man ja auch, daran könnte man sich stärker orientieren. Und letztlich sehen wir ja auch in Lateinamerika, dass Regierungen wie Mexiko unter AMLO, dass auch in Uruguay teilweise eben eher versucht wird, tatsächlich auch die Kanäle für einen Dialog offen zu halten. Und ich meine, das ist ja, glaube ich, auch das, was eine Diplomatie erstmal machen sollte. Aber warum jetzt entsprechende Entscheidungen gefällt wurden, das müssten Sie an einer anderen Stelle in Berlin fragen. Jetzt sind also die Kollegin da hinten und dann bin ich mal hier ein bisschen irritiert. Wartet mal ganz kurz, lass mal bitte die Arme oben. Ich sehe hier Achim, dann hier vorne. Sie haben sich vorhin schon mal gemeldet gehabt, ne? Okay, dann machen wir Sie gleich. Christoph jetzt noch nicht, der war schon dran und da hinten nämlich auch. Okay, jetzt habe ich wieder einigermaßen Überblick. Du hast das Wort da hinten. Danke. Ich würde noch mal ein bisschen nachhaken bei der einen Frage, die vorne gestellt wurde. Und zwar finde ich das Argument, plausibel, dass in der Vergangenheit keine relevante Produktion aufgebaut werden konnte, weil eben keine Anreize vorhanden waren, weil die Importe so billig waren und es natürlich immer günstiger war zu importieren. Aber das ist ja nun jetzt seit vielen Jahren schon nicht mehr so. Und es ist zunehmend kompliziert, an diese billigen Importe zu kommen. Deswegen frage ich mich schon immer so ein bisschen, wann oder warum. Also erstens gibt es jetzt eine Art von Gegenbewegung, dass angefangen wird, mehr dort zu produzieren, auch wieder landwirtschaftlich aktiver zu sein. Und wenn nicht, warum nicht? Also wir sind ja jetzt sozusagen eigentlich in der Gegenbewegung zu dem, was davor beschrieben wurde.
mit dem Wechselkurs und mit den billigen Importen. Also eigentlich müssten ja jetzt Anreize da sein, zu produzieren. Dann hier vorne, das hatten wir ganz schon am Anfang, glaube ich, den Kollegen. Zweite Reihe hier. Und danach die Kollegin rechts dahinter und dann Achim, eine Reihe dahinter. Chavez ist ja sicher diese ganze Besitz- und Machtkonstellation bewusst gewesen und er hat ja deshalb auch Basisgruppen wohl motiviert, tätig zu werden oder mit denen stand er in Verbindung. Er wurde deshalb ja auch auf dem ersten Sozialforum in Porto Alegre groß gefeiert und hat dann bewusst eine Poder Popular aufbauen wollen und hat 2006 dann dieses Gesetz zu den kommunalen Räten erlassen und da haben sich 50.000 solche kommunalen Räte gebildet und Dario Azzolini spricht ja jetzt davon, dass noch, weiß ich, 46.000 von denen existieren. Ja, meine Frage auch, woher kamen diese 19.000 Leute, die sich beworben haben auf die 537 Plätze in der verfassungsgebenden Versammlung, nicht? Und welche Schwierigkeiten wurden, also was für Kräfte haben da auch gegengewirkt? Es wurden da Barrikaden gebaut, die mussten, weiß ich, welche Schwierigkeiten überwinden, um überhaupt wählen zu können. Und diese ganze Entwicklung, ist die noch irgendwie aktiv oder ist das alles, hat sich das alles aufgelöst, alles zusammengebrochen? Dann da hier in der Reihe dahinter. Nach. Können Sie selber rübergeben, genau. Ja, mich würde interessieren, ob es von Seiten der Opposition auch moderate Entwicklung gibt. Also man hört jetzt ja immer von Voluntad Popular und Guaidó, aber es gibt ja auch, das hatte ich von das war so ein Kommentar von Edgardo Leander, von Soziologen gelesen, dass es eine Plataforma gibt zur Beratung für eine verfassungsgebende Versammlung oder ähnliches. Und da würde ich gerne wissen, ob Sie da mehr Informationen dazu haben und auch zu dieser Möglichkeit, dass der Wahlrat neu bestimmt werden könnte. Danke. Dann gehen wir gleich noch hinter zum Achim und ich habe es jetzt gesehen und dann machen wir in der nächsten Runde. Tut mir leid, dass das alles von vorne ist auch nicht so leicht wegen dem Licht, das, den Überblick zu behalten, aber jetzt habe ich es registriert. Darf ich? Achim darf, ja. Wenn ich die Frage, was die Bundesregierung betrifft. Ja, wenn ich die Frage, was die Bundesregierung betrifft, da sollten wir eigentlich gar nicht zögerlich sein und sagen, das ist glatte Einmischung. Und ich glaube, dass die Linkspartei hier sogar aufgerufen wäre, konsequenter dort diese Frage aufzuwerfen und zu sagen, das alles widerspricht dem Völkerrecht. Aber das war nicht meine Ausgangsfrage, sondern das, was ich dich fragen würde, wäre, von dem, was du hier schilderst, müssen wir doch davon ausgehen, dass sich im Grunde genommen anstelle der alten Eliten neue Eliten oder teilweise eben auch eine Verschmelzung dieser Eliten sich ergeben hat. Nicht umsonst hat der Kollege hier ja von der Boli-Bourgeoisie gesprochen. Die These, die ich auch schon in dieser Art und Weise gehört und gelesen habe und sogar meine, dass die in dieser Weise sogar richtig ist, sie zu vertreten. Demzufolge meine Frage, welche sozial-ökonomischen Veränderungen sind in der Bevölkerung denn eigentlich vor sich gegangen, die im gegenwärtigen Moment zu dieser Situation führen, die, so wie ich das über Jahre beobachtet habe, eigentlich schon immanent in Venezuela immer gewesen sind. Die Gesellschaft war doch von Anfang an gespalten. Und die Spaltung, die ging sogar so weit, dass der doch, sagen wir mal, aus der Naturbevölkerung herauskommende Präsident Hugo Chavez von der weißen Gesellschaft abgelehnt worden ist. Und dieser Rassismus durchaus auch noch heute immanent ist und in Venezuela vorherrscht. Sodass ich glaube, dass wir diese Fragen, die sich dort entwickelt haben, und da gibt es vielleicht auch Parallelen zu anderen Ländern, Brasilien zum Beispiel, was diese Fragen der sozialen, ökonomischen Entwicklung betreffen, auch ausschlaggebend heute dafür sind, dass im Grunde genommen die gegenwärtige Regierung doch ihre soziale Basis verliert
Und da komme ich zu dieser Frage der sogenannten civico-militaren Einheit, die ja jahrelang in Venezuela propagiert worden ist. Und damit steht die Frage der Rolle dieser Militärs, die du ja auch in gewisser Weise erwähnt hast hier, und der Rolle dieser Militärs, inwieweit sie sich tatsächlich bereichert haben und eben zu dieser verschärften Situation, wie wir sie heute haben, in Venezuela vorhanden ist. Soweit also erstmal meine Fragen. Danke. So, Stefan erstmal. Ja, nur danke. Ich fange bei der ersten Frage an. Also die Frage, wir sehen ja momentan eine Situation, wo kaum noch Devisen vorhanden sind, wo wir eben in einer heftigen Krise sind. Und hier müsste es jetzt ja eigentlich die Gegenbewegung geben. Es müsste doch jetzt eigentlich die Produktion anspringen, weil diese ganzen Argumente, die mit der holländischen Krankheit etc. verbunden sind, jetzt ja nicht mehr zutreffen. Ja, könnte man meinen, aber das zentrale Problem ist, erstens wird man diese Produktionskapazitäten nicht einfach mal so aufbauen können, die lange Zeit einfach nicht da waren. Das hängt einerseits natürlich mit Investitionen zusammen, die dafür getätigt werden müssten, die Geld brauchen, für das auch momentan kein Geld da ist. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich auch die entsprechenden letztlich auch Arbeitskräfte etc. Dafür haben müsste, die dann eben auch in der Ausbildung da wären und so weiter. Also das findet momentan nicht statt und ich glaube, in einer so heftigen Krise, wie sie tatsächlich momentan in Venezuela zu sehen ist, dass das eher nicht zu erwarten ist. Was es sicherlich geben kann, ist der Versuch auf Subsistenzebene das zu machen. Gleichzeitig muss man dazu, aber gerade was Landwirtschaft angeht, schon noch eine zentrale Zahl im Kopf haben, dass wir in Venezuela eine Urbanisierungsrate von so circa 90% haben. Also das heißt, 90% der Bevölkerung lebt in Städten. Das ist auch für Lateinamerika, also das ist für Lateinamerika zusammen mit Uruguay der höchste Wert, wenn ich das richtig sehe. Also wir haben eigentlich kaum eine Landbevölkerung oder einen sehr, sehr kleinen Anteil. Und der Versuch, der irgendwann mal, glaube ich, auch angedacht war, die städtische oder die urbane Landwirtschaft zu entwickeln, ist meines Erachtens, da habe ich eigentlich nie wieder was von gehört. Also ich glaube nicht, dass es erfolgreich war. Zu der Frage von den Basisgruppen, und ich glaube, darüber kann man dann auch den Punkt zu den anderen Fragen oder den Bogen spannen. Diese Basisgruppen sind ja gerade einer der Punkte, die man als Erfolge sehen kann. Allerdings immer mit einem Aber aus meiner Sicht. Ich glaube, ein Problem bei den verschiedenen Kommunalräten, die dann vielleicht später auch in Kommunas, also auch da könnte man drüber reden, ist auch hier wieder die Frage, wie finanzieren die sich? Und es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten. Also es geht einerseits Finanzierung über das Ministerio de Poder Popular para las Comunas und irgendwie ein bisschen anders heißt es, darüber eben Finanzierung letztlich von oben zu bekommen, vom Staat zu bekommen. Das ist der Löwenanteil. Und davon ist man nicht stark weggekommen. Es gab dann immer noch die Idee, ja, die sollen dann eben auf lokaler Ebene auch produzieren und darüber auch eigene Ressourcen generieren. Das hat sich aber nie, oder bis auf wahrscheinlich wenige Ausnahmen, nie dazu entwickelt, dass wir hier tatsächlich eine solide ökonomische Basis haben. Wenn es dann aber die Abhängigkeit gibt von einem Ministerium, da sehe ich letztlich immer das Problem, dass man dann eben in gewisser Form auch Gefahr läuft, den kritischen Stachel der Basis zu verlieren. Und ich glaube, das hat relativ häufig stattgefunden. Es war dann eben doch eher Mobilisierung und nicht so viel Partizipation, in der Hinsicht, dass man bei Partizipation dann eben tatsächlich ja, sich auch in bestimmten Punkten eben sehr kritisch zur Regierung stellen kann. Das soll nicht heißen, dass es das nicht gibt. Und wo war das besonders erfolgreich, diese Organisierungsprozesse? Das ist eigentlich nicht sonderlich überraschend, nämlich dort, wo sie bereits auf lang gewachsene Organisationsprozesse in den Barrios oder wie auch immer aufbauen konnten. Dort hat es in der Regel sehr viel besser geklappt als in anderen, so als Faustformel sicherlich. Viele von denen, wie viel ist davon noch da? Das ist, finde ich, momentan so
aus der Gesamtschau betrachtet relativ schwierig zu beantworten. Was es aber, glaube ich, schon gibt, ist, also wo man aus meiner Sicht immer vorsichtig sein muss, ist, von der Opposition zu sprechen. Die Opposition, oder was ist das eigentlich? Die sind seit sehr, sehr vielen Jahren untereinander sehr zerstritten, und wahrscheinlich geht es bei vielen darum, sich jetzt schon zu positionieren, wer eben später dann vor allem auch da, also letztlich an die Fleischtöpfe kommt. Aber es gibt dazu dann eben noch einen Sektor, die sich sehr kritisch, also das interessiert hier jetzt, glaube ich, gerade gar nicht so sehr, es gibt hinzu noch einen Sektor, die sich, also die häufig ehemalige Chavistinnen und Chavisten, die sich mehr oder weniger stark abgewandt haben und die etwa um Edgardo Lander, aber auch andere, Nigma Evans und viele andere, die sich in irgendeiner Form aber schon noch auf, also, und das ist eben der Unterschied zu dem anderen Teil der Opposition, oder zu der Opposition, die selber, das muss man ein bisschen aufpassen bei der Wortwahl, die sich eben auf die Ideen, auf das Erbe des Chavismus durchaus positiv beziehen. Die aber dann eben sagen, das ist in eine Richtung gelaufen, die nicht die unsere ist. Und da haben wir eigentlich eine ganze Menge. Also zum Beispiel Edgardo Lander sagt, aus meiner Sicht zu Recht, dass es eigentlich eine schleichende Neoliberalisierung innerhalb des Chavismus gibt. In gewisser Form, also wenn man sich zum Beispiel Reallohnentwicklung anschaut, wenn man sich aber auch die Frage anschaut, wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, den Minenbogen, also ein Gebiet von in etwa der Größe so Kubas, Costa Ricas, wo extreme wo sehr viele verschiedene Bodenschätze lagern und wo jetzt letztlich Investitionen angezogen werden, letztlich multinationale Investitionen angezogen werden sollen, um diese auszubeuten, was wahrscheinlich oder mit, ja, ganz sicher auch eine Konsequenz daraus ist, dass eben die Erdöleinnahmen wegbrechen und man händeringend neue Einnahmen braucht und so weiter. Also das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, wo von diesen Gruppen eben darauf hingewiesen wird, wo die Kritik dort ansetzt. Da gibt es im Endeffekt tatsächlich sehr, sehr, also ein sehr facettenreiches Panorama dieser kritischen Chavistinnen und Chavisten, und die, also nicht alle würden diese Umschreibung für sich dann auch in Anspruch nehmen. Wenn man sich zum Beispiel also so verschiedene Internetportale anschaut, wenn einfach eins, was wahrscheinlich viele hier kennen, aporea.org ist es, glaube ich. Dort hat man sehr, sehr unterschiedliche Positionen, also zu dem, was da gerade abläuft in Venezuela. Also da gibt es schon diese Diskussion, und was ich dann auch in meinen Aufenthalten in Venezuela dann immer wieder festgestellt habe, ist, dass wir häufig eben dann schon auch sehr kritisch, also aus dem chavistischen Lager sehr kritisch schon auch diskutiert wird, was dort passiert innerhalb, also in der Regierungspolitik. Aber dann eben schon auch immer die Frage ist, wie viel Kritik lässt zum Beispiel die Regierungspartei innerhalb ihrer eigenen Reihen eigentlich zu? Und ich glaube, das ist ein Problem, was dort stattfindet, dass kritische Stimmen eigentlich an den Rand gedrängt oder rausgedrängt wurden. Und ich glaube, damit verliert man ein wichtiges Korrektiv. Was hat sich eigentlich, also neue Eliten, also wie anders sind die eigentlich, was hat sich eigentlich verändert? Und warum, also ich stimme dir vollkommen zu, es gibt einen hässlichen Rassismus und Klassismus. Den hat es, also wenn man auch ganz relativ an den Anfang geht und sich dort Karikaturen anschaut in der rechten Presse, die wie Chavez dort dargestellt wurde, also widerlicher Rassismus. Und ich glaube, was dann tatsächlich stattgefunden hat, ist, und ich glaube, das kann man dann eben auch für andere Länder sehen, obwohl große Teile der alten Eliten und der Mittelschichten jetzt materiell gar nicht notwendigerweise sehr viel oder verloren hat, teilweise sogar auch gewonnen hat, sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ging die Frage so ein bisschen in die Richtung, woher dieser Hass? Und ich glaube, ein zentraler Punkt ist in Fragestellung von Privilegien.
also Privilegien, die wahrscheinlich eigentlich schon noch da sind, aber wieso, also wenn, ich glaube, ein zentraler Unterschied, der stattgefunden hat, war tatsächlich eine Demokratisierung des Zugangs zum Konsum, des Zugangs zu, eine Zeit lang war es Blackboard oder wie auch immer diese tollen Apparate halten, mit heißen, also Smartphones. Wieso hat das jetzt auf einmal auch vielleicht die Hausangestellte von mir? Kann ich das, habe ich, bin ich, sind das die Grenzen der Toleranz vielleicht? Also ich glaube, das ist, da hat man einen Punkt. Dann aber auch, wieso kontrollieren wir nicht mehr zum Beispiel? Also wieso hängt es nicht mehr an uns, dass wir diejenigen sind, die kontrollieren, also die Erdölgesellschaft und damit auch was mit dem Geld aus dem Erdöl stattfindet. Also das ist etwas, was für selbstverständlich gehalten wird, wo auf einmal Chavez, dieser Emporkömmling da ist und dies auf einmal diese Position auf einmal einnimmt. Ich glaube, damit hat es sehr viel zu tun. Ich glaube, das ist auch etwas, was man, jetzt kenne ich mich in Brasilien nicht aus, aber alles, was ich aus Brasilien höre, wo da, glaube ich, auch viel mit zusammenhängt. Ich glaube, das waren so ungefähr die Fragen. Ja, es bröckelt ab, deswegen mache ich jetzt letzte Runde. Da hinten fangen wir an. Wer meldet sich noch? Hier habe ich gesehen, war noch eine Meldung. Ah ja, und dann da noch. Okay, gut, habe ich registriert, dann machen wir die noch zu Ende und dann. Wenn dieses Projekt scheitert, dann scheitert dieses Projekt, was eine große Niederlage für alle progressiven Kräfte wäre, auch auf dem Gebiet der Politik und der Ideologie. Meine Frage ist deshalb, stehen wir zwischen zwei Polen, Implosion der Macht oder Blutbad? Oder anders gesehen, was bleibt übrig von dem Projekt der bolivianischen Revolution? Welche linken Kräfte gibt es noch in Bolivien? Es gab mal eine Partei oder gibt eine Partei, die PESUM, die fast oder 5 Millionen Mitglieder halten. Welche Wege gibt es? Ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich hier eine schöne akademische Diskussion haben. Aber mir hat einer der Berater von Enrique Capriles 2 Wochen nach der Wahl gesagt, wenn wir Chavez 15 nicht weghaben, gehen wir den syrischen Weg, also den Bürgerkrieg. Wo stehen wir heute in Venezuela? Ja, meine Frage ist, die Zuspitzung der gesamten politischen Macht auf eine Person, also Chavez, ist das der lateinamerikanischen Kultur geschuldet? Oder woran liegt das, dass man diesen Weg gegangen ist, der in der internationalen Linken ja immer wieder zu Problemen geführt hat, wenn man sich auf den Ostblock oder die Sowjetunion zurückschaut? Woran liegt das, dass man wieder dieses Modell gewählt hat, dass eine Person die schillernde Führungspersönlichkeit sein muss und dass, sagen wir mal, die Partizipation der Basis, der Entwicklung der Demokratie von unten so gering ausgeprägt ist? Ja, ich wollte doch nochmal auf meine Frage zurückkommen, weil ich finde, dass es eben keine akademische Diskussion ist, wie vorhin gesagt wurde, sondern in der Tat es sehr gut ist, wie ihr das hier aufbereitet. Und deshalb die Antwort mich aber doch ein bisschen irritiert mit dieser lockeren Sache, diese Rentenmentalität, oder du sprichst ja auch von der moralischen Ökonomie der Venezuelaner durch diese Renten, sozusagen einfach so stehen zu lassen, zu sagen, ja gut, dann wird der Reichtum verteilt. Ich meine, du zitierst selber Chavez von 2007, unser Modell basiert nicht auf Marx, es basiert auf Reichtum. Ja? Was heißt das? Also nur Verteilung. Das heißt, und gleichzeitig die politische Sache, da nehme ich Meschka, den du ja auch zitierst, eine subventionierte Rätedemokratie, ja? Das ist ja eine scharfe Kritik. Das heißt, die Emanzipation über eigenständige Ökonomie und Arbeit findet nicht statt. Und deshalb ist deine Antwort natürlich hochproblematisch. Ich meine, was haben wir als Modellen? Wir haben in der Sowjetunion faktisch die Zerstörung der moralischen Ökonomie der Bauern über Repression, über eine brutale Kollektivierung und Industrialisierung. Das will keiner mehr. Wir haben die Produktivität im chinesischen Modell über einen gesteuerten, von oben gesteuerten demokratisch-kommunistischen Weg, wie auch immer. Wir haben in Kuba den Versuch der Stärkung des Privateigentums. Deshalb die Frage,
Das ist wirklich ein Grundproblem aus meiner Sicht. Es muss gelingen, sozusagen eine Abhängigkeit. Dein Weg wäre eine reine Abhängigkeit vom Weltmarkt. Je nach Rohstoffpreis ist es Emanzipation für die Bevölkerung. Emanzipation kann nur gehen über souveräne, eigenständige Reproduktionsfähigkeit. Gut, dann bleibt der Subsistenzweg. Ja, den will ja auch keiner. Und das Ausbeuten der ökologisch gefährlichen Bodenschätze und des Rohöls wird ja auch nicht gehen. Insofern ist deine Grundfrage, die du ja aufwirfst in dem Buch, warum gelingt es nicht, in der Diversifizierung sozusagen eine Produktivität zu erzielen? Das ist nach wie vor nicht beantwortet. Und insofern ist dann die Frage von Raul mit dem norwegischen Modell natürlich wiederum sinnvoll. Dann zu fragen, wenn ich schon diese Erdöl habe, aber nicht in eine Passivierung der Bevölkerung über reine Verteilung und Zufälligkeiten des Weltmarkts zu kommen, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das sozusagen zurückdränge und eine eigenständige Ökonomie aufbaue. Und dann bin ich beim subjektiven Faktor. Dann muss ich Argumente nennen, ja, warum ich die moralische Ökonomie der Venezuelaner einerseits teile, aber ich muss sie auch verändern, sozialistisch. Ja? Das ist dann die Herausforderung von der bolivarischen Revolution, die Subjekte in der souveräne Position ihrer eigenen Reproduktion zu stellen. Das ist doch die Herausforderung. Ich glaube, oder dann habe ich mich da, glaube ich, nicht gut ausgedrückt. Ich wollte, also mit dem, wer will das nicht, irgendwie von Rente leben, wollte ich das jetzt nicht legitimieren. Das ist natürlich das zentrale Problem. Und ich glaube auch, dass die Frage, die dann ja immer wieder auftaucht, also Revolutionen sind ja doch, haben wir ja einige, die jetzt gerade eben auch von dir genannt wurden, die sozusagen jetzt nicht unbedingt als schillerndes Beispiel, wie man es machen sollte, taugen aus meiner Sicht und aus deiner, ja, offensichtlich auch. Und die Frage ist dann aber, was kommt dann gerne als Argument? Naja, das mit den Revolutionen, das sollten wir mal lieber lassen und das kann alles nichts werden. Und ich glaube, da macht man einen Fehler, weil man, glaube ich, schon noch schauen muss, ist es jetzt das Problem der Revolution oder ist es das Problem dessen, was wir als ökonomische Basis haben? Und das ist, glaube ich, bei vielen dann in erster Linie eine Rentenbasis. Und hier ist es, glaube ich, dann das strukturelle Argument, zu schauen, wie kommen wir davon weg? Und und da muss ich sagen, da ist meine Antwort natürlich relativ blass, weil, das ist wahrscheinlich so die Millionenfrage bei Wer wird Millionär oder so. Wie schaffe ich es in einer Gesellschaft, die aus meiner Sicht dann eben wirklich, ja, letztlich durchströmt wird von und auch seit Generationen übergreifend und darüber dann eben eine gewisse Prägung gibt, die man vielleicht mit dem Begriff Rentenhabitus oder Rentierhabitus bezeichnen kann. Wie schafft man es, da rauszukommen und aus diesem, aus so einem Habitus rauszukommen? Das ist ja, oder wenn man dann sich dort mit Bourdieu weiter beschäftigen möchte, das ist dann ja eben gerade das Problem. Wie komme ich da raus, weil letztlich würde Bourdieu ja dann wahrscheinlich sagen, ohne es jetzt unnötig akademisch zu machen, dass man dann selbst mit großen Anstrengungen immer wieder versucht, aus seinem Habitus herauszukommen, es aber dann irgendwie trotzdem nicht gelingt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die große Frage. Wie kann es gelingen, hier dann eben wegzukommen von der Weltmarktabhängigkeit? Das ist ja nicht nur Venezuela, wenn wir uns Lateinamerika anschauen. Also wenn wir uns diese verschiedenen Ansätze der Linkswende anschauen, die haben ja im Endeffekt alle mit dem Problem zu kämpfen gehabt, wie komme ich weg von einer Rohstoffabhängigkeit, sei das jetzt Erdöl, sei das Erdgas oder wie auch immer es heißt. Und alle haben sich diese ganzen Probleme, die kennen die ja alle. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie neu wäre. Das sind ja alles Debatten, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und es kommt immer wieder zu dem Punkt, wo es aus verschiedenen Gründen scheitert. Und dies zu erkennen und gleichzeitig hier eben Lösungsstrategien zu entwickeln, das ist sicherlich die große Aufgabe. Ich glaube, es kann tatsächlich nur darüber gehen, über eine Stärkung von Partizipation auf allen Ebenen, sowohl auf der demokratischen, also auf der politischen Ebene als auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Und ich glaube, das hat nicht stark genug stattgefunden. Aber ich glaube auch, dass hier eben dort, wo es stattgefunden ist, man eben wiederum an strukturelle Grenzen gestoßen ist. Und das ist dann wahrscheinlich auch eine gewisser Form unbefriedigende Antwort, weil ja so richtig, in welche Richtung es gehen könnte, entzieht sich da, oder da bleibe ich dann auch
ja auch kurz bzw. schmal in den Möglichkeiten oder in den Vorschlägen. Genau, damit vielleicht auch die Frage, die davor gestellt wurde, wie sieht es aus mit, also warum diese Fixierung auf die einzelne Person, in dem Fall Chavez sicherlich. Also ich glaube nicht, dass man, ich wehre mich gegen kulturalistische Argumentation und es wurde ja selbst gesagt, wir haben sowas Ähnliches auch in bestimmten Ländern des Ostblocks gesehen, also dann würde das mit dem Kulturalistischen ja auch als einziger Punkt dann wahrscheinlich schon nicht mehr so richtig treffen. Ich glaube schon, dass man sehen muss, also ich glaube, dass es ein großes Problem ist. Ich glaube, dass man das, also in Argentinien haben wir es gesehen, auch wenn es dann eben die beiden Kirchner waren und als die haben es, der Kirchnerismus hat es, oder Kirchnerismo hat es auch nicht geschafft, eine Alternative aufzubauen und dann eben entsprechend das Ergebnis bei den letzten Wahlen bekommen. Und so sehen wir es auch in vielen anderen Ländern, unter anderem eben in Venezuela, wo ja nach wie vor Maduro offensichtlich die Notwendigkeit hat, immer wieder auf Chavez zu rekurrieren, um sich selbst eine gewisse Form von um darüber ja eine gewisse oder eine stärkere Form von Legitimität zu bekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich, also, aber die Frage wäre ja, wie erklären wir es? Ich glaube, es hilft enorm für die Mobilisierung und wir sollten auch den Faktor von Emotionen in der Politik dort nicht unterschätzen. Also die Frage, dass was man immer wieder gehört hat, ist eben nicht, dass bestimmte Zugangschancen, die vorher verwehrt waren, etwa zu Bildung, zu Gesundheit, dass das der Politik der bolivarischen Revolution geschuldet ist, sondern Chavez war das. Und das ist natürlich ein Faktor, der mobilisiert, der gleichzeitig auch die Bindung an das politische Projekt ermöglicht und gleichzeitig aber natürlich unsere oder mittel- und langfristig dann mit enormen Problemen verhaftet ist. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich, also würde ich genauso sehen. Auch da wäre dann wieder der Punkt, man müsste wirkliche Partizipationsmöglichkeiten wahrscheinlich stärken, aber immer eben auch mit dem Wissen, dass man wahrscheinlich, dass diese Figur Chavez tatsächlich politisch unglaublich wichtig war und wahrscheinlich auch heute noch ist. Und genauso in anderen Prozessen. Also da hat man sicherlich diese fast schon Dilemma-Situation. Zum Letzten. Also da ging es ja um die politische Dimension. Was bleibt übrig? Also ich glaube, da muss man schon erstmal sagen, ich glaube, die politische Dimension ist wichtig und man muss, glaube ich, auch ganz deutlich sagen, dass in der politischen, also wenn man sich die politischen Entscheidungen der Regierung in den letzten Jahren anschaut, dann ist das einfach, oder hat man vor autoritären Maßnahmen dann nicht zurückgeschreckt und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, dass wir dann was gerne als Argument genommen wird zur Verteidigung ist, naja, in anderen Ländern der Region gibt es doch auch Unregelmäßigkeiten und so weiter. Das ist natürlich richtig, aber damit verliert man natürlich irgendwie auch einen Anspruch, der ein ganz anderer war, aus den Augen. Also da würde ich dann schon, hätte ich Probleme mit so einer Argumentation. Die Millionen Mitglieder der PSUV, also der Regierungspartei, die würde ich mit Vorsicht genießen. Also es gibt schon einige, die eindeutig auf Seiten der Opposition sind, sich eindeutig so positionieren, die sich aber einfach mal als Mitglied oder als Mitglied aufgenommen wurden, weil wer weiß, wofür es gut ist. Also die würde ich jetzt nicht notwendigerweise alle als überzeugte Chavistinnen und Chavistinnen sehen. Insgesamt muss man sehen, dass der Chavismus jetzt in Venezuela natürlich in einem Land aufkam, was jetzt sich nicht unbedingt dadurch auszeichnet, die längste Tradition einer extrem erfolgreich organisierenden Linken zu haben. Und das ist auch ein Punkt, den wir, glaube ich, immer wieder gesehen haben. Es sind auch viele, die im Land politisch aktiv waren und dann auch immer wieder so ein bisschen dran verzweifelt. So die Frage, wenn es denn darum ging, bestimmte politische Basisarbeit mit zum Beispiel den Kadern zu machen, wo dann immer wieder die Stimmen aufkamen,
dass da aber doch einiges noch zu tun ist, dass man da in der also das ist jetzt nicht unbedingt auf einer politischen eine politische Tradition aufbaut, also dass das tatsächlich in der Hinsicht sicherlich auch also zum Beispiel auf der mittleren Kaderebene würde ich bezweifeln, ob die jetzt alle überzeugt, tatsächlich inhaltlich und ideologisch und wie auch immer dort überzeugt wären. Das Letzte, was dann aufkam, war das Szenario Bürgerkrieg. Das wabert ja seit ungefähr 5-6 Jahren immer wieder durch alle möglichen Verlautbarungen und eigentlich einmal im Jahr kommt es wieder hoch und alle denken, es würde einen Bürgerkrieg geben. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich halte das für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass in der aktuellen Situation, also wir haben jetzt, glaube ich, eine stärkere Zuspitzung erlebt als in den Jahren zuvor. Und dennoch glaube ich, dass es in der aktuellen Situation zwar eine sehr starke Polarisierung gibt, aber ich bin mir unsicher, ob diese Polarisierung tatsächlich auch die ganze, auch sehr, sehr breite Teile der Bevölkerung betrifft. Ich glaube, es gibt viele, die sich zwar sehr stark und vielleicht auch sehr eindeutig positionieren würden, aber dass daraus ein Bürgerkrieg entsteht, um ehrlich zu sein, ich sehe das nicht. Also ich glaube nicht, dass diejenigen, die eben den Kern bilden der Opposition, tatsächlich, also ich glaube, da gibt es dann eben einen nicht unwichtigen Flügel, die sich eine Militärintervention herbeisehen, aber eine, die schnell geht und wo es dann eben auch sehr schnell klar ist, dass sie dann eben sozusagen an die Macht kommen. Aber dort einen Bürgerkrieg sehe ich dort nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es da da gibt es sicherlich Gruppen, aber ich glaube nicht, dass wir auf ein Bürgerkriegsszenario zusteuern. Also das nicht. Ich glaube, was es schon geben kann, und das ist, glaube ich, ein Szenario, was ich für wahrscheinlicher halte, ist, sollte es einen Regierungswechsel geben, könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich auch mit einer Form der politischen Rache einhergeht. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die sowohl politisch sein kann, als auch letztlich die eine auch mit ökonomischen Problemen für ehemalige oder dann auch weitere Anhänger der Regierung kommen kann. Also das glaube ich schon, dass es in die Richtung gehen kann. Wie gesagt, das Bürgerkriegsszenario halte ich für weniger wahrscheinlich oder glücklicherweise. Ja. Ich danke Stefan ganz herzlich. Weise nochmal darauf hin, dass da hinten die Bücher liegen. Das ist wirklich lesenswert. Auch wenn nicht alle Fragen beantwortet werden, werden zumindest viele Fragen gestellt, die man sich vielleicht vorher nicht gestellt hat. Ich möchte noch zwei, drei Sachen uns mit auf den Weg geben zur Bewertung. Ich möchte einmal nochmal darauf hinweisen, wenn an einen herangetragen wird, dass Venezuela ja aufzeige, wie groß das sozialistische Desaster mal wieder sei, möchte ich daran erinnern, dass uns Brasilien unter Lula lange Zeit von der großen Presse als das tolle Gegenmodell verkauft wurde. Die Lage dort ist nicht weniger desaströs. Natürlich fällt der Strom nicht aus, aber wir haben Faschisten an der Macht. Das ist jetzt auch nicht gerade irgendwie das Szenario, das man sich wünscht. Man sieht also, es scheint nicht nur was mit den falschen Strategien und Taktiken zu tun zu haben, weil offensichtlich unterschiedliche Taktiken und Strategien zu ähnlichen Punkten führen. Und einen weiteren Hinweis, den ich auch noch mal machen möchte, ist, es ist jetzt mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es offensichtlich ein Problem dabei gab, das natürlich auch wir uns auch für Deutschland durchaus stellen dürfen, dass es zwar einen Wunsch gab, die Gesellschaft radikal zu verändern, aber dann offensichtlich Christoph hat das, glaube ich, mit dem Bewusstseins, dem subjektiven Faktor angesprochen, eben nicht organisatorisch sich so getragen hat. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal dran erinnern, das ist vielleicht auch einfach die strukturelle Grenze erreicht dessen, was möglich war. Man muss daran erinnern, Venezuela entstand, eine plebejische Revolte Ende der 80er gegen das neoliberale Modell in einem politischen Vakuum. Es gab kaum Organisierung. Chavez war eine politische Führungsfigur, die es geschafft hat, diese Unzufriedenheit zu mobilisieren. Aber es blieb eigentlich immer ein großes Organisationsvakuum. Das ist immer sehr irritierend gewesen. Es gab dann zwar schnell 200.000 Genossenschaften, aber die sind auch schnell zerfallen. Es gab schnell 50.000 Nachbarschaftsräte auf dem Papier, aber die, die wirklich funktioniert haben, vernünftig, das war dann doch gar nicht so viel. Und man
stellte fest, dass es eigentlich einen Widerspruch gibt zwischen Mobilisierung und Organisation. Und ich habe das neulich in der Diskussion nochmal gesagt, dass das irgendwie das große Problem war. Und da meinte ein Organizer, ein Freund von mir von der IG Metall aus dem Saarland, das Problem kenne ich. Das ist nämlich das Problem, das sich offensichtlich immer mit politischer und sozialer Organisierungsarbeit ergibt. Es ist durchaus möglich, Leute für Forderungen zu mobilisieren in Arbeitskämpfen und so weiter. Aber eben einen strukturellen, langfristigen Organisierungsprozess, der unser Leben ändert, das ist eben sehr viel schwieriger, träger. Und das ist nicht etwas, was in Venezuela nur so stattfindet, sondern das, was natürlich ein generelles Problem für linke Politik weltweit vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, ein Problem, worauf wir Antworten suchen müssen. Und das ist, glaube ich, auch das ist die Frage, warum wir heute so stark insistiert haben auf die endogenen Faktoren, auf die Faktoren von innen, weil wir nach linken Antworten auf linke Probleme suchen und nicht in erster Linie uns abarbeiten wollen, was in Venezuela jemand falsch oder richtig macht. Ich glaube, in dem Sinne kann man an Venezuela lernen. Man kann viel aus deinem Buch lernen, Stefan. Ich lege es hier nochmal an allen ans Herz. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, am Wochenende gibt es einen Kongress, der wird bestimmt auch kompliziert. Da geht es um Nicaragua. Da ist auch Edgardo Landa hier, mit dem wir diskutieren werden aus Venezuela über Linksregierungen und das Ende der Linksregierung. Oder die Krisen der Linksregierung und die Deformation der Linksregierung. Und da möchte ich auch nochmal so dran erinnern, Angola startete auch als ein revolutionäres Versprechen. Viele tausend Menschen haben, kubanische Internationalistinnen und Internationalisten haben ihr Leben dafür gegeben, ist heute eine der schlimmsten Öloligarchien. Venezuela ist noch nicht so weit, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Venezuela sich auch so degradiert. Und das ist eine Frage, die man sich als Linker immer stellen muss. Also deswegen nicht die Verratsfrage an einen herantragen, weil man solche Probleme aufwirft, sondern eher, ich glaube, man sollte in diese Diskussion auch mit nicaraguanischen bürgerlichen Oppositionellen reingehen oder mit Leuten, die sich gar nicht selber als Linke empfinden, das ist wahrscheinlich treffender als bürgerlich, weil es eben darum geht, diese Frage zu stellen, wie kann linke Politik auch in Prozessen, auch gegen solche Prozesse verteidigt werden, die degradieren und die aus internen, inneren Gründen degradieren, aber natürlich auch aufgrund des Drucks von außen. Und das ist natürlich nicht immer einfach zu beantworten, an welchem Moment man weiterhin mit einer Regierung, die sich links nennt, solidarisch ist und ab welchem Punkt nicht mehr. Man kann sich da auch irren, man kann sich auch fatal irren, aber man muss die Diskussion darüber führen. Sozialistische Politik im 21. Jahrhundert ist genau das. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.